Also vielen herzlichen Dank. Wie gesagt, wir müssen heute Mikrofone benutzen, auch wenn wir in einem kleinen Rahmen sind. Das hat den Sinn, wir zeichnen es auf. Es gibt einen Livestream, wie heute Morgen schon. Und deswegen, auch wenn wir es persönlicher gestalten könnten, auch für die Diskussion nachher wird es Mikrofone geben. Nochmal vielen herzlichen Dank, dass Sie alle hier sind. Nicht, weil wir denken, das ist der wichtigste Workshop, aber er ist sehr wichtig. Und er ist aus unserer Sicht aus zwei Gründen sehr wichtig. Deutschland ist kein Rohstoffland mehr. Das waren wir mal, 1600, Agricola, die Grundlagen der modernen Geologie, alles hier in Deutschland. Heute haben wir kaum mehr Bergbau. Natürlich Kali, Salz, Kohle. Bei Erzen, Metallen sieht es eigentlich ganz duster aus. Und selbst wenn das punktuell wieder kommt, wie beim Graphit im Bayerischen Wald, so sind das doch eher Tropfen auf dem heißen Stein. Wir sind kein Rohstoffland mehr, wir sind eher ein Rohstoffdurchlauferhitzer. Wir importieren abiotische Rohstoffe, unverarbeitet oder schon als Vorprodukte, bauen die in komplexe, meist sehr hochwertige Produkte ein und exportieren die zurück in die Welt. Unser Wohlstandsmodell, unser Industriemodell basiert also zu hohem Maße auf Rohstoffe, auch wenn wir kein Rohstoffland mehr sind. Und daraus, haben wir heute Vormittag schon gehört, resultiert Verantwortung. Der zweite Grund, warum es aus unserer Sicht sehr wichtig ist, internationale Rohstoffpolitik zu diskutieren, ist, dass das eigentlich das rohstoffpolitische Thema ist, wo die Diskrepanz zwischen Befund und Therapie am größten ist. Der Befund ist eigentlich klar. In vielen, nicht in allen Bergbauregionen, aber in ganz vielen, haben wir ziemlich substanzielle Probleme, soziale und ökologische. Und wir wissen auch, dass die manchmal so weit gehen, dass sie die Schwelle der Menschenrechtsverletzung überschreiten, also damit universelle Werte verletzen. Und das kann uns nicht egal sein. Das Wissen ist bekannt, aber die Reaktionen darauf, was können wir tatsächlich tun? Wir haben vielleicht punktuell Ansätze, aber nicht so die goldene Formel, wie wir damit umgehen können. Deswegen glauben wir, dass das eigentlich das Thema ist, wo wir konzeptionell, methodisch in der Diskussion eigentlich noch nicht ganz am Anfang, aber noch nicht bei der Hälfte sind. Umso schöner, dass Sie alle hier sind. Ich habe mir die Anmeldeliste durchgesehen. Ich glaube, es ist auch eine sehr gute Mischung aus zivilgesellschaftlichen Vertretern, Behördenvertretern von den Ministerien, aber auch von der Wirtschaft. Das ist eine Chance. Deswegen hoffen wir, dass wir heute eine Diskussion zustande bekommen. Natürlich, wir haben Input-Vorträge, aber wir haben 2 Stunden Zeit. Also jeder, der will, sollte hier mindestens einmal, besser mehrmals zu Wort kommen. Trotzdem wollen wir die Debatte erstmal vorstrukturieren lassen. Wir konnten 3 aus unserer Sicht extrem hochrangige Inputgeber gewinnen. Zuerst meine Kollegin Frau Doris Schüler. Sie ist seit 14 Jahren am Öko-Institut, auch in leitender Funktion mittlerweile und hat schon zahlreiche rohstoffrelevante Projekte auf dem Abfallbereich, Kreislaufwirtschaft, aber auch zur Primärförderung durchgeführt. Und sie koordiniert momentan das STRATE-Projekt, ein großes EU-Projekt. Auch ich muss immer wieder auf den Zettel schauen, für was STRATE eigentlich steht. Strategic Dialogue on Sustainable Raw Materials for Europe, wo es genau um diese Frage steht, wie kriegt man auf der einen Seite im harten internationalen Wettbewerb ein Raw Materials, also eine Rohstoffversorgung für Europa so gesichert, dass es der Wirtschaft, der Supply, also die Versorgungssicherheit gewährleistet ist. Auf der anderen Seite, wie kann man soziale und ökologische Themen mit aufnehmen, auch wenn die Förderung nicht in Europa stattfindet. Danach werde ich das Wort an Frau von Hahn von Arubis übergeben. Arubis ist ja die deutsche Kupferhütte und sozusagen innerhalb Deutschlands ganz am Anfang der metallischen Wertschöpfungskette. Sehr spannend aus unserer Sicht, weil sich Arubis natürlich genau diese Frage: Woher bekomme ich die Rohstoffe, zu welchen Preisen, Konditionen und auch welche Kriterien können wir anlegen, tagtäglich stellen muss? Was wir sozusagen hier mal in einem Workshop diskutieren, ist für Arubis eigentlich eine Überlebensfrage. Danach Herr Friedel Hütz-Adams vom Südwind-Institut, unser zivilgesellschaftlicher Vertreter, seit mehr als 2 Jahrzehnten im Rohstoffbereich tätig, als Gutachter, als Analytiker, als zivilgesellschaftlicher Vertreter. Herr Friedel Hütz-Adams kennt zahlreiche Rohstoffprojekte weltweit aus eigener Anschauung. Nicht nur die mineralischen, sondern auch die biotischen, Kakao, Zucker, Palmöl. Und ich schätze ihn ganz besonders, weil er es immer wieder schafft, in solchen Diskussionen wolkige Konzepte auf den Boden der Realität zu holen. Aufgrund dieser langjährigen Erfahrung und auch Abstand von ideologischen Schubladen zu diskutieren.
Vielleicht noch ein paar Worte zu meiner Person. Ich bin Andreas Mannhardt, auch seit über 10 Jahren am Öko-Institut, ziemlich tief in vielerlei Rohstoffprojekte verwickelt. Wenn ich deswegen meine Neutralität als Moderator verletzen sollte, dann müssen Sie mir leider ein Zeichen geben. Ich hoffe, dass ich meiner Neutralität heute gerecht werde. Und an der Stelle würde ich dann an meine Kollegin Doris Schüler übergeben und sozusagen den ersten Input-Vortrag einleiten. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einleitung. Und ja, ich freue mich sehr, dass wir jetzt in so großer Runde zusammensitzen. Und ich freue mich auch, dass wir auch wirklich gemeinsam auch ein bisschen Zeit haben, dass jetzt hier nicht im Schnelltempo durchspulen müssen. Und ja, meine Aufgabe ist jetzt auch eine kurze Einführung zu geben. Ich meine, ich sehe, hier sitzen jetzt ganz viele bei uns, die da schon jetzt seit Jahrzehnten drin sind. Denen werde ich wahrscheinlich nicht viel Neues erzählen. Andere schnuppern vielleicht in das Thema rein. Also ist das jetzt auch ein Einstieg, um da vielleicht alle ein bisschen so auf ein bisschen einzustimmen. Ich möchte jetzt ganz kurz noch mal zu dem Ausgangspunkt zurückgehen, die 2 Medaillen des Bergbaus. Wozu brauchen wir Bergbau überhaupt? Wozu ist der da aus verschiedenen Perspektiven? Und ganz klar, wenn man mit Vertretern von den Bergbauländern, vor allem von Entwicklungsländern spricht, die wir auch in unserem EU-Projekt auch aus Afrika Partner dabei haben, dann ist immer das Thema Einkommensquelle für die Bergbauländer. Das ist das Thema Nummer 1 für die. Also die fangen nicht an, über Umwelt- und Sozialstandards zu reden, sondern das drängt denen wirklich, dass sie eine Einnahmensquelle brauchen und auch lokale Arbeitsplätze brauchen. Eng verbunden ist das auch mit den globalen Nachhaltigkeitszielen, den Sustainable Development Goals, wo doch auch verschiedene internationale Organisationen, auch die UN, ganz stark darauf setzen, dass der Bergbau da einen Beitrag zu leisten kann, dass beispielsweise die Armut reduziert werden kann. Das ist, denke ich, ganz wichtig. Das vergessen wir manchmal in dieser manchmal zu engen Diskussion und auch wichtigen Diskussionen um Umwelt- und Sozialstandards, dass aus Sicht jetzt vieler Bergbauländer das Fenster noch ein viel, viel größeres ist. Und aus Sicht von Deutschland ist das klar ein ganz wichtiges Fundament unserer Lebens- und Wirtschaftsweise, dass wir die Rohstoffe importieren und entsprechend die Wirtschaft darauf aufbauen. Ja, das ist jetzt die eine Medaille. Die andere Medaille, die negativen Auswirkungen und Risiken. Da hat ja die Staatssekretärin schon sehr deutliche Worte gefunden. Ich möchte das auch nur ganz kurz machen. Das Thema Umwelt, das hat natürlich unglaublich viele Facetten. Wir haben da einen recht kompakten Policy Brief gemacht, der da wirklich diese ganzen Schäden alle sozusagen auch aufführt und auch ein bisschen so die Geschichte drumherum, was an den Initiativen da ist, zusammenfasst. Kann ich sehr einladen, da mal einen Blick reinzuwerfen. Deswegen, ich nehme jetzt nur beispielhaft mal 3 Beispiele raus. Ich fange an mit den Dammbrüchen, das meist katastrophale Ereignisse dann sind, wenn ein Absinkweiher, vor allem aus Großbergbau, wenn dort sich ein aus verschiedensten Gründen zu einem Dammbruch kommt und dann entsprechend Chemikalien und Erzrückstände sich dann in Gewässer ergießen. Gerade jetzt im letzten Jahr gab es in Brasilien ja wieder da ein verheerendes Unglück und da waren 600 Kilometer von dem Rio Dolce stark kontaminiert. Und diese Dammbrüche ereignen sich leider vielleicht im Jahresrhythmus so ungefähr, also relativ häufig. Oft kriegt man noch, ist gar keine Pressemeldung hier mehr da. Irgendwie sind wir schon so zu sehr dran gewöhnt. Und die passieren auch in Europa und die passieren auch in Kanada. Ja, also das ist nach wie vor trotz allem Know-how noch ein Riesenthema. Ein weiteres, gerade auch ganz aktuelles Thema, das ist die Wasserknappheit. Gerade für Lateinamerika ist das ein riesiges Thema, gilt auch für Lithium, zusätzlich auch zu dem Landschaftsbild. Bergbau braucht in der Regel sehr viel Wasser. Und wenn der Bergbau dann in trockenen Gegenden stattfindet, dann beeinträchtigt das zum einen natürlich die Ökosysteme und zum anderen untergräbt es natürlich auch die Lebensgrundlage der Bevölkerung. Dann noch ein Beispiel aus dem Kleinbergbau. Dort wird Gold häufig noch mit Quecksilbereinsatz gewonnen. Das gibt dann auch starke, verheerende Umweltauswirkungen im Umfeld. Und in Peru ist vor ein paar Monaten auch in einer Region, wo das sehr stark überhand genommen hat, dann auch Notstand ausgerufen worden.
Das sind jetzt nur mal so stichpunktartig Umweltbeispiele. Die sozialökonomische Dimension, die ist noch viel komplexer und vielschichtiger. Das fängt an mit arbeitsplatzbezogenen Aspekten, wo auch viel Menschenrechte noch verletzt werden. Ob das jetzt Kinderarbeit ist, vor allem im Kleinbergbau, und ob das Gesundheitsprobleme sind, starke Unfallraten, das geht bis zur Zwangsarbeit. Also das hat da gibt es auch noch sehr viele düstere Seiten. Dann geht es aber noch weiter. Die lokale Bevölkerung ist auch heute noch immer wieder auch Betroffenen von Zwangsumsiedlungen. Und ein ganz anderes wichtiges Thema für die lokale Bevölkerung sind auch die Umweltverschmutzungen. Also diese beiden Dimensionen kann man eigentlich gar nicht trennen, weil da wirklich der Bevölkerung teilweise auch die Lebensgrundlage entzogen wird. Dann als letztes Stichpunkt, das ist der Ressourcenfluch. Darunter versteht man sozusagen die Feststellung, dass es vielen Entwicklungsländern trotz Ressourcenreichtum und aktiven Minen auch nicht gelungen ist, diese Einnahmen umzuwandeln in eine dauerhafte sozialökonomische Entwicklung. Eine Elite ist reicher geworden, aber für das Gros der Bevölkerung bleibt die Armut zusätzlich zu den Umwelt- und den Soziallasten. So, und all die Dinge, die ich Ihnen jetzt so erzähle, die sind nichts Neues, und das wurde auch schon vor 50 Jahren intensiv diskutiert. Und ich denke, für uns ist es ein bisschen spannend, wo stehen wir eigentlich heute. Deswegen möchte ich einfach noch mal schauen, was hat sich eigentlich in den letzten 10 Jahren getan, weil wir fangen ja nicht am Punkt Null an, sondern befinden uns im Prinzip auch in so einer Entwicklung. So, in den letzten 10 bis 15 Jahren ist die Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit sehr stark angestiegen. Das Bewusstsein ist nicht nur in den Industrieländern stark gewachsen, ist es auch in den Entwicklungsländern stark gewachsen. Nicht zuletzt einfach durch die neuen Medien, die auch einen ganz anderen Kommunikationsaustausch ermöglichen. Es sind zahlreiche Initiativen entstanden, schon so viele Initiativen, dass viele auch schon klagen, es wird eigentlich der Überblick verloren. Und ich muss sagen, als ich in dieses Thema eingestiegen bin, das Schwerste war erstmal, sich in diesem ganzen Initiativendschungel zurechtzufinden. Diese Initiativen haben sehr gute Umwelt- und Sozialstandards erarbeitet. Da haben auch wirklich viele sehr kompetente Menschen mitgearbeitet, aber die stehen zum größten Teil bestehen sie noch auf dem Papier. Mit der Umsetzung stehen wir jetzt erst am Anfang. Und das ist natürlich das Entscheidende, dass das Schritt für Schritt auch gelingt. Und ich glaube, zu dem Thema können wir heute auch noch einiges diskutieren. Deswegen die große Katastrophen, wie gesagt, die ereignen sich weiterhin, gerade auch diese Dammbrüche. Da gibt es inzwischen so viele Fachgesellschaften und tausendseitige Handbücher, wie man das vermeiden könnte. Es passiert immer noch. Das heißt, Standards und Fachwissen alleine reichen leider immer noch nicht. Und wenn man jetzt Experten, die sozusagen wirkliche Bergbauexperten sind, sich damit auch schon lange beschäftigen, fragt, ist denn jetzt eigentlich der Großbergbau besser geworden, dann stutzen die erstmal bei der Frage und überlegen und sagen dann, ich glaube schon, oder sagen, ich weiß es nicht so genau. Und wenn man da mal fragt, ob es irgendeine Datengrundlage gibt, irgendwelche Studien, mal ein Review, dann kommt immer, nee, da gibt es nicht zu. Also das ist schon auch beachtlich, ein so fundamentaler Sektor mit so einer Bedeutung, dass man das nicht abschätzen kann, überhaupt kein Monitoring bisher gibt. Und wenn man dann weiter fragt nach dem Bergbau mittlerer Größe, dann kommt dann schon eher noch zurück, naja, vermutlich da eher wenig Besserung, weil der mittelgroße Bergbau ja auch noch viel weniger so unter medialer Öffentlichkeit steht, aber natürlich auch eine große Rolle spielt. Und eine ganz andere Situation haben wir dann bei dem kleinen Bergbau. Das ist einfach armutsbedingt und bedingt durch das Bevölkerungswachstum ist das immer noch ein wachsender Sektor. Zurzeit, man schätzt, 20 Millionen Beschäftigte. Es gibt einige Länder und nicht nur in Afrika, wo rund 10% der Bevölkerung von dem Kleinbergbau abhängen. Das muss man auch im Kopf behalten, wenn man sich mit diesen Standards beschäftigt, was denn dann auch, was für Auswirkungen das auf diesen Sektor hat. Denn diese Menschen haben im Zweifelsfall auch gar keine Alternativen. Dann, was hat sich für die in dem Bereich der lokalen Bevölkerung getan? Da ist es so, dass es seitens der lokalen Bevölkerung inzwischen deutlich mehr Engagement gibt gegen Minen bzw. Protest von lokalen Gemeinden und Aktivisten.
weil einfach das Bewusstsein auch der lokalen Bevölkerung für die eigenen Rechte stark gestiegen ist. Dazu kommt auch viel mehr Information. Es kommt auch Vernetzung von Wissen, Vernetzungen von NGOs, sodass eigentlich weltweit die Bevölkerung nicht mehr das so gnadenlos über sich ergehen lässt, sondern da auch protestiert. Und im Gegenzug, die Unternehmen, die bezeichnen das so, dass sie jetzt im großen Maße eine sogenannte Social License to Operate brauchen. Dahinter verbirgt sich der Gedanke, dass wenn die Unternehmen nicht eine Akzeptanz haben in der Bevölkerung, dass sie dann eigentlich gar keine Chance haben, dass sie dann da gar nicht erst antreten zu müssen. Deswegen beschäftigen sich sehr viele Unternehmen ganz, ganz intensiv mit dem Thema, wie können sie diese Social License to Operate gelingen. Es gibt aber Regionen, beispielsweise in Südamerika, da haben einfach vergangene Bergbauaktivitäten so viel Vertrauen verspielt, dass die Frage ist, ob sie dieses Vertrauen überhaupt zurückgewinnen können. Also das ist jetzt keine einfache Geschichte, dass jetzt man macht ein bisschen Sozialprogramm und verspricht ein paar Arbeitsplätze und dann läuft das. Die Gräben sind, also zumindest in Südamerika sind da schon sehr, sehr tief, und da muss eine deutliche Veränderung stattfinden. Zur ökonomischen Entwicklung gibt es ja auch viele Diskussionen, auch natürlich auch ganz unterschiedliche Einstellungen, woher das eigentlich kommt, ob da mehr sozusagen der Westen schuld ist oder ob es Entwicklungsländer sind oder beides. Aber ein Konsens, den man sicher hat, ist, dass die gute Governance ein ganz wichtiger Schlüssel ist, um dem Bergbau zu einer positiven Bilanz sozusagen auch für die Bevölkerung zu verhelfen. Das betrifft sowohl das Einnahmenmanagement, dass das auch gerecht verteilt wird, auch sinnvoll genutzt wird, als auch dann die Umwelt- und Sozialstandards vor Ort. Herausforderung ist aber auch hier ganz klar die Umsetzung, und Korruption und auch Versuche zur Steuervermeidung sind natürlich noch ein weiterhin sehr wichtiges Thema, auch natürlich auch noch bei uns in vielen anderen Ländern, aber deutlich mehr, auch wenn es hier schon viel internationale Anstrengungen und Initiativen gibt. Dann gibt es noch so dieses Spezialthema der Konfliktmineralien. Da haben sich in letzter Zeit sehr viele Aktivitäten drum entwickelt, vor allem um die Demokratische Republik Kongo und die benachbarten Staaten. Und demnächst wird es auch eine EU-Richtlinie geben zu Konfliktmineralien mit einer Mischung aus verpflichtender und freiwilliger Sorgfaltspflicht für Rohstoffimporte. Aber ich glaube mal, das ist auch ein Thema, wo wir dann noch mal in den nächsten anderthalb Stunden dann noch mal genauer hinschauen können. Die Frage ist jetzt, wie bei dieser schwierigen Ausgangslage, wie soll es denn so weitergehen? Ich glaube, klar ist, dass es nur partnerschaftlich auf Dauer weitergehen kann. Und eine Partnerschaft muss ja sozusagen auch die Interessen von beiden Teilen im Auge haben. Deswegen hier nochmal einmal die Interessen Deutschlands bzw. auch der EU aufgeführt, wo zum einen die Unternehmen natürlich ein ganz starkes Interesse haben an Versorgungssicherheit, gerne auch zu moderaten Preisen. Ganz pikant ist ja, gerade wenn man den ganzen Bereich jetzt der Metalle sich anschaut, und da importieren wir ja zu mehr oder weniger 100%, dass die deutschen Unternehmen da aber auch nur in der Rolle als Käufer auftreten. Also es gibt keine deutsche Firma, die sich irgendwo in größerem Umfang im Bergbau global engagiert. Auch Finanzbeteiligungen sind ganz gering. Das ist natürlich auch für die Politik nicht ganz einfach, wenn sozusagen die Unternehmenstätigkeit doch sehr weit weg ist und sich eher sozusagen ganz hinten im hinteren Bereich der Wertschöpfungskette abspielt. Und dann haben wir hier die europäischen Konsumenten, die ja auch wiederum dann Druck auf die Unternehmen ausüben und die ganz klar sagen, wir wollen einen verantwortungsvollen Bergbau und wir wollen einen ethisch vertretbaren Rohstoffbezug. Das sind so die zwei gegensätzlichen Pole, die wir hier in Europa haben. Bei den Bergbauländern ist, wie gesagt, zumindest wenn man spricht mit den Leuten, die auch so die ersten Ansprechpartner sind und auch vielfach Entscheidungsträger sind von Behörden und von Regierungen,
die reden als allererstes von dieser ökonomischen Dimension und von der Hoffnung, auch getriggert durch den Bergbau neue Wertschöpfungsketten aufbauen zu können. Die sprechen von Arbeitsplätzen und von Entwicklung und sprechen auch von guten Umwelt- und Sozialstandards, aber sind da auch relativ empfindlich, wenn jetzt sozusagen jetzt die Industrieländer auch hier sozusagen wieder ihr Wertesystem eins zu eins da überstülpen wollen. Also da ist auch dialogmäßig sicher noch sehr viel auszutarieren. Und dann gibt es natürlich auch Lokalbevölkerung, die sagt, ihr könnt uns versprechen, was ihr wollt. Wir brauchen den Bergbau hier bei uns nicht. Wir lehnen den komplett ab. So, und an Handlungsansätzen gibt es jetzt so zwei grobe Kategorien, die ich mal vorstellen will, die man umschreiben kann mit dem Handlungsansatz 1, ist less bad, also aus dem Englischen weniger des Schlechtens. Das ist in dem EU-Projekt Straight, ist das so, wird das ganz hoch gehangen, diese Kategorien. Ich finde sie auch sehr treffend. Mit diesem less bad geht es darum, letztendlich weniger negative Folgen zu haben. Und das zielt vor allem auf die Umwelt- und Sozialstandards, dass man sagt, wir wollen einen Bergbau haben, der weniger Umweltverschmutzung hat, der weniger Menschenrechtsverletzungen hat. Und die Instrumente hier, die sind ja auch eher so die so der klassischen Umweltpolitik. Was aber mit diesem less bad, wo wir uns leichter reinfinden können, was uns näher ist, was auch klarer zu handhaben ist, gibt es aber diesen ganzen anderen ökonomischen Bereich, und der fordert was ganz anderes. Der fordert nämlich ein more good. Da geht es darum, dass der Bergbau eben auch noch einen Zusatznutzen für die Bevölkerung erzielt. Und das ist eben ganz entscheidend, wie das sozusagen gelingen kann. Und wenn man das jetzt mal aus der Akteurssicht sieht, dieses less bad, wo es letztendlich darum geht, gute staatliche Regulierung und Kontrolle zu haben, und wenn das nicht funktioniert, das nicht greift, dann eben mit verpflichtenden oder freiwilligen Zertifizierungssystemen zu arbeiten, da sind noch Verantwortlichkeiten relativ klar zuzuordnen, auch wenn die noch nicht ausgeübt werden, also auch wenn das alles noch in den Kinderschuhen ist. Aber zumindest mal von der Theorie her ist das ganz klar, was die Regierungen der Bergbauländer zu tun haben. Die haben gut zu regulieren, gut zu kontrollieren. Die Bergbaufirmen haben die Standards einzuhalten. Die deutsche Regierung kann das unterstützen mit der Gesetzgebung zur Sorgfaltspflicht in den Lieferketten von unseren Unternehmen. Sie unterstützt auch den Kapazitätsaufbau in Entwicklungsländern, damit die sozusagen auch gestärkt diesen Aufgaben nachgehen können. Und die rohstoffverarbeitende Industrie hat natürlich die Sorgfaltspflicht in der Lieferkette. Also hier ist vom Fundament, glaube ich, schon einiges klar. Die Frage liegt in den vielen, vielen, vielen Details, wie das ausgestaltet wird und in der Umsetzung. Bei dem More Good sieht es aber noch ganz anders aus. Da ist, glaube ich, noch ganz viel Rollenverteilung ungeklärt, weil wir ein noch viel komplexeres politisches und wirtschaftliches Handlungsfeld haben. Schlüsselakteure sind natürlich hier wieder die Regierungen der Bergbauländer, die aber häufig ja auch ihre Verantwortung nicht in dem Sinne ausreichend übernehmen. Wer ist dann bei den rohstoffimportierenden Ländern verantwortlich? Ich sehe es als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, weil unser gesamter Wohlstand sozusagen auf diesen Rohstoffen fußt, sodass wir sozusagen eine Gesamtverantwortung haben. Das heißt, auch die deutsche Regierung hat eine Mitverantwortung. Hier gibt es ganz viele Schnittstellen zu der Entwicklungspolitik. Und die Frage ist, was ist jetzt die Verantwortung der Firmen? Was ist die Verantwortlichkeit von Bergbaufirmen? In der Regel sind es ja auch keine deutschen Firmen, zumindest wenn es um jetzt Erzbergbau in Entwicklungsländern geht. Wie ist da der Umfang der Verantwortlichkeit? Alles kann man denen bestimmt nicht in die Schuhe schieben. Und ähnlich sieht es auch bei der rohstoffverarbeitenden Industrie aus. Die hat natürlich auch eine Verantwortung, aber sicherlich nicht die sicherlich nicht die Gesamtverantwortung. Ja, damit bin ich jetzt mit meinem Input am Ende und würde dann gerne an den Andreas zurück übergeben. Gut, vielen Dank, Doris. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt ein paar vielleicht Verständnisfragen oder direkte Reaktionen zulassen. Die Zeit ist da. In die Debatte würde ich trotzdem vorschlagen, erst nach den drei Inputs einzusteigen. Aber wenn es jetzt
wenn jetzt Ihnen ein dringendes Thema, eine dringende Rückfrage auf dem Herzen liegt, sollen wir den, wollen wir dem hier Raum geben? Einen Moment. Wir brauchen das Mikrofon, damit das alles für die Ewigkeit dokumentiert ist. Gut, dann im Sinne der Ewigkeit. Was ist in dieser Definition zwischen groß und klein? Das ist für mich relativ klar zu umfassen. Was ist Mittel? Im Bergbau. An. Ich habe die Definition, es gibt da Definitionen, Sie können sie in den Policy Briefs unten lesen, unsere Partner in Strait, die haben das ganz genau definiert. Großbergbau, man kann es auch so fassen, es gibt im Prinzip die weltweit größten Bergbauunternehmen, die haben sich im ICMM zusammengeschlossen, das sind aber dann wirklich die Riesen, das kann man als Großbergbau bezeichnen und Kleinbergbau, mittlerer Bergbau, das sind dann die dann mit deutlich weniger medialer Aufmerksamkeit operieren, meistens dann auch keine, die sind meist dann auch nicht länderübergreifend tätig. Vielleicht hier eine Anmerkung. Im Bergbau ist es rohstoffspezifisch. Da gibt es diesen russischen Geologen Petrov, der hat sich da mal Gedanken dazu gemacht. Selbstverständlich so, dass bei Eisenerz ein mittelgroßer Bergbau in einem anderen System immer noch ein Riesenbergbau wäre. Also da, wo die Lagerstätten, die Projekte sehr groß sind, ist relativ in einem Rohstoffsystem. Insofern keine klare Antwort, es ist schwierig. Sonst noch weitere Fragen, Anmerkungen direkt zu diesem Vortrag? Wenn nicht, und das scheint der Fall zu sein, übergeben an Frau von Hahn. Ja, guten Tag auch von mir. Ich bin, wie Herr Mannhardt schon freundlicherweise angekündigt hat, Marie-Christine von Hahn. Ich spreche heute hier für die Hamburger Kupferhütte Aurubis. Meine Folien sind ein bisschen darauf ausgerichtet, auch wenn hier viele sitzen, die wahrscheinlich genauestens wissen, was die Aurubis tut und macht, das trotzdem noch mal kurz vor Augen zu führen, denn vielleicht ist es bei dem einen oder anderen ein bisschen in Vergessenheit geraten und vielleicht sitzt hier auch jemand, der das einfach noch gar nicht weiß. Insofern werde ich Ihnen kurz vorstellen, was wir machen mit Hinblick auf die Lieferketten und mit Hinblick auf unser Recycling-Engagement. Denn das ist mir heute, da bin ich froh, dass wir das da reingepackt haben, denn das ist mir heute Morgen im Vormittagsblog auch nochmal bewusst geworden, dass dem eben eine große Bedeutung zukommt. Wir hatten es ja in der Vorbesprechung auch besprochen. Vielleicht für Sie zur Einordnung noch, wer hier vor Ihnen steht. Vor Ihnen steht eine Frau, die seit anderthalb Jahren das Hauptstadtbüro der Aurubis leitet. Wir sind eben, wie gesagt, die Kupferhütte, die ihren Zentralsitz in Hamburg hat. Wir haben drei andere Produktionsstandorte, wo wir Kupfer für Hütten über Europa verteilt. Eine reine Recyclinghütte in Lünen bei Dortmund und eine andere Recyclinghütte in Belgien und noch einen großen Primärverhüttungsstandort in Pirdop in Bulgarien. Und dann gibt es ein sehr, sehr kleines Büro in Berlin, was aus einem wunderbaren Kollegen und mir besteht. Der sitzt da hinten und lacht. Das ist Michael Dahm. Den können Sie nachher auch löchern mit Fragen. Genau. So, also wer oder was ist die Aurubis und was bewegt uns in den aktuellen Zeiten rohstoffpolitisch gesehen? Herr Mannhardt hatte das vorhin freundlicherweise schon exakt richtig beschrieben. Aurubis macht all das, was hier blau unterlegt ist. Das heißt, wir fördern keine Rohstoffe. Wir kaufen Rohstoffe aus Minen und wir sammeln Schrott. Das ist einmal, also der Minenrohstoff ist unser Primärrohstoff, der Schrott ist unser Sekundärrohstoff. Das fördern und tragen zusammen andere Akteure und wir kaufen es von denen. Und das, was wir dann machen, ist, wir erzeugen daraus Kupferkathoden. Das ist das längliche Bild in der Mitte. Das ist also das gängige Handelsformat von Kupfer. Das ist hochreines Kupfer mit einem Reinheitsgrad von 99,99999%. Diese Reinheit braucht es, um die Leitfähigkeit, also elektrische und Wärmeleitfähigkeit zu haben, die man in der Verarbeitung dann braucht oder in der Anwendung. Wir produzieren daraus aber auch alle möglichen anderen Begleitprodukte, denn vor allem im Primärrohstoff ist es so, wenn Sie Kupferkonzentrat haben, dann besteht dieses Konzentrat, obwohl es Kupferkonzentrat heißt, nur zu 30% aus Kupfer. Es sind 30% Kupfer, es sind 30% Eisen, 30% Schwefel und 10% andere Dinge, die wir ebenfalls produzieren. Das ist grob über den Daumen gepeilt. Das variiert selbstverständlich von Lagerstätte zu Lagerstätte und insgesamt ist auch der Kupferanteil immer rückläufig. Also dementsprechend Kupfer, Schwefel, Eisen produzieren wir Kupfer,
Schwefelsäure, die ist da auch illustriert. Eisen, das sind diese runden Dinger, das sind riesig große Pötte mit Eisenschlacke. Und dann kommt da eben in diesen restlichen 10% sind noch Gold und Silber und viele, viele andere, Selen und viele andere Stoffe enthalten, die das Periodensystem so hergibt. Das ist das, was wir also erstmal in der Primärkupfererzeugung tun. Aus den Kathoden, die wir teilweise verkaufen, aber teilweise behalten, also aus den Kathoden, die wir behalten, produzieren wir Halbzeuge. Gießwalzdraht, Bänder, Barren, Profile, die sehen Sie in der unteren Hälfte. Und dann ist bei uns Schluss. Also unser, das ist unser Portfolio, wir verkaufen die Kathoden, wir verkaufen die Halbzeuge und das wird weiterverarbeitet von anderen. Das ist das, was dann braun unterlegt ist. Und wer heute Morgen fleißig zugehört hat und aufmerksam war, hat gehört, dass Kupfer überall drin steckt und auch viel weitere Anwendung haben wird. Das sehen wir auch so. Also wir sind schon jetzt überall mit dabei und mit der steigenden Digitalisierung und mit der steigenden Elektrifizierung weltweit und mit vielen anderen Entwicklungen. Wir hatten auch gehört von der Studie des Öko-Instituts, die den Pro-Kopf-Verbrauch oder den Kopf Pro-Kopf-Gebrauch von Kupfer dargelegt hat, zeigt sich der Anteil, also die globale Kupfernachfrage ist groß und sie wird weiter steigen, kommen wir gleich auch noch zu Zahlen. Hier haben Sie schon mal so ein bisschen aufgelistet, wo wie viel drinsteckt. In einem kleinen Smart alleine 25 Kilogramm, das ist ein herkömmlicher, der, glaube ich, in dem Bild ist sogar ein E-Smart, aber in Wirklichkeit wollten wir hiermit sagen, in einem normalen Smart sind ungefähr 25 Kilo, in einem Hybridauto dann schon 115. In einem Haus 200, Sie sehen die Zahlen da. Bei den Windkrafträdern, das muss man vielleicht noch erklärenderweise hinzufügen, das bezieht sich auf ein modernes Offshore-Windkraftrad inklusive Anbindung. Denn Erdverkabelung besteht immer aus Kupfer und dementsprechend kommt da einiges zusammen. Hier mal für Sie die Zahlen der Kupfernachfrage, auch illustriert darin, welchen Anteil daran China hat. Alles wachsend insgesamt und China eben auch. Wir haben es Ihnen da zusammengetragen. Die Haupttriebfedern dafür sind der Infrastruktursektor und die Konsumgüter. China ist ein großer Treiber der Kupfernachfrage, aber andere Länder sind es eben auch. Hier sehen Sie, jetzt kommen wir wieder zurück zur Aurubis, im Speziellen, was wir einsetzen. Ich hatte vorhin gesagt, wir arbeiten also mit Kupferkonzentraten und wir arbeiten mit Recyclingmaterialien. Was ich vielleicht noch nicht erwähnt hatte, Aurubis ist der größte Kupferrecycler weltweit. Wir sind da sehr anderen Kupferverarbeitern sehr weit voraus, kann man so sagen. Recyceln ungefähr doppelt so viel oder wir produzieren doppelt so viel Kupfer aus recyceltem Material wie der weltweite Durchschnitt, so über den Daumen gepeilt. Das sind unsere Mengen und die gewonnenen Metalle, die Sie daneben sehen, also Kupfer steht oben dran, aber die anderen Dinge stecken eben auch mit drin. Kommen wir zur Nachhaltigkeit. Also Aurubis hat eine umfangreiche Nachhaltigkeitsstrategie. Wir veröffentlichen Nachhaltigkeitsberichte. Werden den vermutlich in Kürze auch in den Geschäftsbericht integrieren. Wir haben uns verschiedenen Initiativen gestellt und verpflichtet. Wir lassen uns in verschiedensten Bereichen zertifizieren. Wir sind froh, seit einigen Jahren uns Global Compact verpflichtet zu haben, womit wir eben sagen, alle Rohstoffe, die wir beziehen, müssen den beispielsweise den ILO-Kernarbeitsnormen durch Arbeit gewonnen sein, die den ILO-Kernarbeitsnormen unterlegen hat. Es ist tatsächlich so, wie Frau Schüler eben schon sagte, natürlich sind sozusagen unsere, wir sind eben nicht der Minenbetreiber selber und wir haben eine gewisse Reichweite mit dem, was wir tun oder wir haben einen gewissen Einfluss, den wir nehmen können. Aber der ist nicht unendlich. Also was wir tun können, ist zu sagen, wir sind den Menschenrechten verpflichtet, wir sind diesen ILO-Kernarbeitsnormen verpflichtet. Und wenn wir Materialien beziehen von einer Mine, dann müssen wir sicherstellen, dass dort diese Standards eben auch gegolten haben bei der Arbeit. Ist uns wichtig und dem verpflichten wir uns. Also bei uns stehen Mensch, Wirtschaft und Umwelt in einem Gleichgewicht und das versuchen wir durch verschiedene Zertifikate zu untermauern. Ich komme gleich nochmal zurück
Zu Zertifizierung wollte aber auch kurz darauf eingehen, auf Closing the Loop, Kreislaufwirtschaft. Die Begriffe fehlen heute Morgen auch schon öfter. Für uns ist völlig klar, Recycling hat eine absolut wachsende Bedeutung. Das freut uns, weil wir da eben eine hohe Expertise haben und die selber auch noch weiter ausbauen wollen. Also auch wir sind immer weiter lernfähig. Zugleich ist klar, unserer Meinung nach ist der große Bedarf, den Sie eben gesehen haben, nur zu decken, wenn Sie kontinuierlich, also zum jetzigen Zeitraum auf jeden Fall, eben sich speisen aus Primärrohstoff und aus Sekundärrohstoff. Das Primäre ist hier, sind die Kupfererzvorkommen, der gelbe Strang, der fließt rein in das, was dann kommt. Und wenn ich Ihnen jetzt gleich noch zeigen, das ist jetzt ein bisschen hin und her gesprungen, haben wir nochmal unsere Zertifikate, einen Teil unserer Zertifikate aufgelistet. Wir haben also, das stelle ich jetzt gerade fest, ist wirklich ein bisschen hin und her gesprungen, hätte man vielleicht ein bisschen andersrum stellen können, entschuldige ich mich für. Also nochmal ganz kurz zurück zu den Zertifikaten. Wir haben uns gestellt einer Zertifizierung der London Bullion Market Association für unsere Goldproduktion. Und aus diesem Zertifizierungs- und sehr großen Lernprozess heraus haben wir gesagt, wir werden jetzt ein Business Partner Screening entwickeln, was dann eben nicht nur sich auf Gold bezieht, sondern auf alle Handelsströme mit Zulieferern, Kunden und so weiter in allen Bereichen des Unternehmens. Dieses Business Partner Screening ist auch ein Tool oder ein Mechanismus, der entwickelt wurde, eben seit wir fürs Gold zertifiziert wurden, haben wir das angegangen, ist letztes Jahr implementiert worden. Das Business Partner Screening ist ein umfangreiches, eigens von für uns programmiertes System, ein Programm, was sehr viele Überprüfungsschritte beinhaltet, und zwar von allen Einkäufern, von der Nachhaltigkeitsmanagerin über verschiedenste Unternehmensbereiche, die alle auf einen neuen Vertrag, vor dem Zustandekommen eines neuen Vertrages drauf gucken. Und das klingt jetzt ein bisschen platt, aber es ist relativ kompliziert, wenn man sich es dann anguckt, wo also verschiedene Überprüfungsschritte durchlaufen werden. Und dann gibt es verschiedene Kontrollmechanismen, die eben gucken, ob dieser Kunde alle Kriterien, die wir anlegen, eben erfüllt. Und genau. Und wenn eben das Ergebnis sein sollte, was wir bislang aber nicht hatten, dass ein Kunde, ein Lieferant nicht vertrauenswürdig ist oder Regeln nicht erfüllt, die wir selber erfüllt haben möchten, dann kann der Vertrag nicht zustande kommen. Oder es wird als Vertragsbruch gewertet. Genau. Ich stelle fest, die Folien waren nicht durcheinander. Es fehlt nur eine, die ich eigentlich noch haben wollte. Das sage ich dann gleich noch mündlich. Also genau, der Anteil, das ist ein Punkt, auf den ich noch auf das Recycling zu sprechen kommen wollte. Wir hatten die Zahlen vorhin gesehen. Wir recyceln ungefähr 730.000 Tonnen Recyclingmaterial pro Jahr. Und daran Anteil von Elektro- und Elektronikschrott ist ungefähr 20% aktuell. Wir erwarten aber, dass der stark ansteigen wird und wollen das auch fördern, also das ist, weil wir darin irgendwie die Zukunft des Recyclings sehen. Also der Anteil von Kupferregenrinnen und Kupferrohren ist eben nicht so stark wachsend, wie das im Bereich der Altelektronik ist. Was ich Ihnen zu Closing the Loop, weil da nun eine Folie fehlt, die ich eigentlich dachte, da noch drin zu haben, ist, dass ich Ihnen erzählen wollte, wir beschäftigen eine eigene Closing-the-Loop-Beauftragte im Unternehmen, die also, deren Aufgabe es ist, gezielt im gesamten Firmenkomplex zu gucken, wo können wir Kreisläufe herbeiführen. Da kommen sehr unterschiedliche Dinge zustande. Also da gibt es zum Beispiel jetzt ist, glaube ich, der Kollege von der Telekom, wollte in einen anderen Workshop gehen, aber es gibt eine Kooperation mit der Telekom, die besagt, wir nehmen deren Altkabelbestände und verarbeiten die bei unserer Tochterfirma Cablo. Das ist eine wunderbare kleine Firma, die in Fair-Berlin sitzt, auf dem Weg von hier nach Hamburg. Und die schreddert diese Kabel, separiert Kunststoff und Kupferanteile und produziert dann daraus einmal so kleines, feines Kupfergranulat und auf der anderen Seite eben Kunststoffmengen, die sie selber da vor Ort schon einschmelzen und zu so, Sie kennen diese Straßenschilder und dann hat man so schwarze Füße, so mobile Straßen, diese schwarzen Füße mit den Löchern drin. Das sind Kabelreste, wahrscheinlich auch noch andere Hersteller, aber es können gut sein, dass die Arubis-Tochter Cablo das produziert hat.
das Kupfer wiederum schmelzen wieder ein und die Drahthersteller, die die Telekom mit den Draht, mit ihren Kupferkabeln beliefern, das sind unsere Kunden. Die haben von uns wiederum unseren Gießwalddraht gekauft. Also da konnten wir schon mal herstellen, so einen Kreislauf. Wir haben natürlich andere Kreisläufe, wo wir genau wissen, okay, wir haben Produktionsabfälle, die schmeißen wir bei uns wieder in den Ofen oder Abnehmer haben Produktionsabfälle, die sie reinschmeißen. Herr Mannhardt atmet schon schwer. Ich glaube, ich bin am Ende meiner Zeit angelangt. Das wäre das, was ich mit auf den Weg zu geben habe. Ach so, aber Herr Mannhardt, Sie hatten gesagt, ich soll noch kurz mit äußern, was uns im Moment so rohstoffpolitisch auf dem Herzen liegt. Das tue ich jetzt oder später? Sehr gerne jetzt. Sehr so gerne viel jetzt. Zeit ist, okay. So viel Zeit so viel, ist sein. Gut. Dann sind das im Wesentlichen zwei Punkte. Frau Schüler kam eben schon auf die EU-Verordnung Konfliktrohstoffe zu sprechen. Die EU-Verordnung Konfliktrohstoffe finden wir prinzipiell nicht schlecht, wenn man sagt, dass wir natürlich ein großes Interesse daran haben, also selber, wie Sie es auch richtig beschrieben hatten, wir haben absolutes, maximales eigenes Interesse daran, mehr Nachhaltigkeit in Lieferketten reinzubringen und Arbeitsbedingungen und Umweltbedingungen in den Herkunftsländern zu verbessern. Allerdings sehen wir bei der EU-Verordnung Konfliktrohstoffe gravierende Webfehler. Und einer davon ist, das hatten Sie auch auf Ihren Folien, dass Sie eine teilweise Verpflichtung, eine teilweise Freiwilligkeit einzieht. Für uns relativ überraschend kam irgendwie so im Herleitungsprozess dieser EU-Verordnung auf einmal zutage, dass alles bis zum Importeur und der Verhüttung verpflichtet sein wird, darzulegen, wo es herkommt und die Lieferkette irgendwie transparent zu machen. Alles, was danach kommt, darf sich freiwillig irgendwie dazu äußern, ob sie es tun wollen. Jetzt mal platt gesprochen, aber so ist es ja. Beziehungsweise sie rufen dann bei Arubis an und fragen, ob das konfliktfrei ist, was sie von uns bezogen haben. Das finden wir geht überhaupt nicht. Weil das einfach, also damit trägt man der ganzen Geschichte nicht Rechnung, dass eben natürlich die gesamte Lieferkette Verantwortung trägt. Und natürlich, wie sie das, also ich hoffe, das ist deutlich geworden, wenn sie so ein Business-Partner-Screening implementieren, ist ein wahnsinnig, also bei einer Größenordnung vom Arubis-Konzern, ist ein wahnsinnig komplizierter Prozess, ein wahnsinnig aufwendiges Tool. Und das ist ja nur eins von vielen. Ich meine, diese ganzen Zertifikate, die Auditoren, die bei uns reinkommen, das sind umfangreichste Prozesse, die viele Personen binden, die viel Geld kosten und so weiter. Und all das können wir nicht weitergeben. Das ist immer wieder auch in vielen anderen Politikbereichen und vielen Arbeitsbereichen der Fall. Das muss man vielleicht auch noch mal dazu sagen. Kupfer hat einen Preis weltweit. Und wir haben hier, und wir, glaube ich, wirtschaften schon ziemlich nachhaltig, wenn man es mit anderen Akteuren weltweit vergleicht. Und unsere Wettbewerber sitzen nicht in, also nicht die gleiche, in der gleichen Größenordnung. Wettbewerber sitzen eben nicht in Europa, sind in China und sonst wo. Die haben eben keine EU-Verordnung, die haben kein EEG, die haben keinen Emissionshandel und die haben deutlich niedrigere Löhne, was man dazu nochmal sagen kann. Also, und trotzdem verkaufen wir das Produkt zum gleichen Preis. Das ist das eine. Das so weit in aller Kürze können wir gleich noch einsteigen zur EU-Verordnung. Das andere ist, haben wir schon mit ein paar anderen Teilnehmern in der Pause besprochen, wir stellen mit großer Sorge und mit gewisser Ratlosigkeit fest, dass es in zunehmendem Maße Nachhaltigkeitsinitiativen verschiedenster Art seitens der Bundesregierung gibt. Und das überfordert uns zusehends. Also wir haben jetzt im Moment eine Situation, wo, glaube ich, 4, 5, 6 Häuser der Bundesregierung verschiedene Initiativen anleiern. Das sind dann mal Projektgruppen oder mal ist es eine Richtlinie, die man sich ausdenkt oder eine Guideline oder wie man es auch nennen möchte oder ein Forum für nachhaltige Metalle, was im Entwicklungshilfeministerium ersonnen wird. Und wir stellen fest, dass all diese Initiativen, ich könnte Ihnen jetzt, können wir auch gleich noch besprechen, kann Ihnen 6, 7 gleich aus der Hand heraus irgendwie aufzählen, dass die nicht miteinander koordiniert werden. Die haben teilweise überschneidende Arbeitsbereiche, die arbeiten an den gleichen Dingen und wir stellen irgendwie für uns fest, wir sind jetzt noch ein Player mit einer relativen Größe und trotzdem ist es für uns schwierig, darüber hinterherzukommen, unsere Expertise einfließen zu lassen, uns alles anzugucken, alle Prozesse zu begleiten. Und sind gleichzeitig der Auffassung, damit kommt man halt dem Ziel eigentlich nicht näher. Also wenn wir uns alle darauf einigen, zu sagen, es gibt Missstände in der Welt, es gibt Missstände im internationalen Bergbau, das ist blöd und da wollen wir gemeinsam dran arbeiten, dass die besser werden, dann tun wir das mit Sicherheit nicht mit 5, 6, 7 verschiedenen Initiativen der Bundesregierung, in die alle viel, viel Steuergelder reinfließen und die sich miteinander nicht koordinieren. Zack. Danke. Vielen herzlichen Dank.
auch jetzt wieder die Möglichkeit, kurze Rückfragen zu stellen. Hier gleich hier vorne. Vielleicht die Mikrofone wieder. Geht das? Nee. Hallo? Nee, ist es nicht an, aber ist egal. Ja, ich spreche schon rein und es geht nicht an, aber egal. Also meine Frage. Vielleicht haben wir die Mikrofone vertauscht. Okay, ja doch, das ist besser, glaube ich. Nur noch nicht so richtig, aber. Meine Frage war, die meisten dieser Rohstoffe werden doch gehandelt, oder? Die werden an Börsen gehandelt. Wo mir jetzt irgendwie das Verständnis fehlt, ist, wie können Sie dann sicher gehen? Also Sie kaufen etwas an der Börse. Woher wissen Sie dann in dem Moment, wo Sie es kaufen, wie dort die Lieferkette ist? Also ist das dann was, wo dann hinterher im Vertrag irgendwie, also ich kann es mir einfach noch nicht genau vorstellen, wie das so logistisch abgeht. Ja, okay. Vielleicht auch noch eine Erklärung. Gute Frage. So, das ist gerade, glaube ich, der Sinn dieser LBMA-Zertifizierung. Also das ist jetzt die einzige, die wir bislang haben und darauf bauen wir unser restliches System auf. Deswegen gehen wir jetzt erstmal von der aus. Das ist tatsächlich eine gewisse Schwierigkeit, aber wir gehen eben davon aus, wir haben eben diese LBMA-Zertifizierung, die sich anhand von OECD-Standards richtet und alle Händler, die... von denen wir kaufen, wobei wir kaufen ja, also unsere, das muss ich noch dazu sagen, unser Gros von Rohstoff kaufen wir selber aus Minen. Wir kaufen bilaterale, genau, das ist, also das ist die große Masse ist das, was wir bekommen, ist direkt aus Minen. Wir kaufen auch von Händlern, also das, aber wir kaufen eben das Gros von Minen. Aber ehrlich gesagt bin ich jetzt natürlich nicht die Expertin, die jetzt für diese Frage irgendwie alles hieb- und stichfest beantworten könnte. Deswegen würde ich Sie dann einfach auch nochmal bitten, dass wir austauschen und dann in den Einzelaustausch gehen hinterher und dass wir uns vielleicht mit der Nachhaltigkeitsmanagerin nochmal zusammen telefonieren oder zusammenfunken. Aber ich kann Ihnen das sagen, dass es eben, also wir haben dieses Zertifikat, die LBMA trägt dafür Verantwortung, dass diese Auditierung so abläuft, dass sie sich an diesen OECD-Standards orientiert. Und da werden natürlich alle Händler, von denen wir kaufen, auch mit eingefasst sein, dass man die dann eben halt auch überprüft. Ja. Gut, Michael Reckhold vom AK Rohstoffe hat noch eine Frage. Wieder das Mikrofonproblem. Vielleicht. Klingt gut. Aber nicht lauter, oder? Oder ist das... Okay, nee, super. Mein Name ist Michael Reckhold, ich arbeite für den Arbeitskreis Rohstoffe, Netzwerk der Zivilgesellschaft. Und meine Frage ist so ein bisschen, wenn wir das unter dem Schwerpunkt 2049 sehen und die sinkenden Kupferkonzentrationen. In dem Vortrag vorher hatten wir auch zunehmende soziale Proteste, ökologische Herausforderungen. Wo steht Aurubis im Jahr 2049 im Verhältnis Recycling und Primärmetall? Gibt es da Diskussionen im Unternehmen und wenn ja, welche? Also das ist eine Frage, die viel einfacher zu beantworten ist. Die Diskussion ist relativ eindeutig. Es ist erklärtes Ziel, die Recyclingquoten drastisch zu steigern noch weiter. Das können Sie auch im Nachhaltigkeitsbericht nachlesen. Da steht das auch eindeutig drin. Also wie gesagt, wir gehen davon aus, auch 2049 sowohl primär als auch sekundär zu brauchen. Aber die Quote an Recycling soll weiter steigen. Gut, gleich nochmal zwei Fragen. Erstmal der Rolf Bunkers, Schüco International. Mich würde interessieren, wo das Recyclingmaterial denn herkommt, beziehungsweise was wird mit dem gemacht, was Sie jetzt nicht verwenden. Den letzten Teil Sie hatten eben gesagt, Sie wollen die Recyclingquote drastisch erhöhen. Ja, genau. Dazu braucht man Recyclingmaterial. Genau. Ja. Wo kommt das Recyclingmaterial her? Okay. Und wo bleibt es jetzt? Also 75% unseres Recyclingmaterials kommt aus Europa. 12-14% aus Nordamerika und die restlichen Mengen aus anderen Regionen, das muss man so weltweit, dann sind wir ein relativ elaboriertes Schrotteinkaufssystem. Aber wie gesagt, über 75% kommt aus aus Europa. Ich glaube 45% aus Deutschland alleine und der Löwenanteil aus Westeuropa, der restliche. Wo kommen die restlichen Mengen her? Also wir setzen sehr darauf, auf das Kreislaufwirtschaftspaket der EU. Wir hoffen, dass durch neue Maßnahmen und ein weiteres Verbreiten der Kunde, dass Recycling wichtig ist und sich lohnt, dass es durch ein sinnvollere, wirkungsvollere Sammelsysteme von Elektronikschrott, von aus dem Hausmüll, mehr sich generieren lässt. Das ist, glaube ich, im Wesentlichen der Punkt. Wir hatten ja vorhin von dir noch eine Frage. Johanna Süde von German Watch.
Ich hatte eine Frage. Sie hatten ja gesagt, dass Sie sicherstellen, dass die Menschenrechte eingehalten werden und die ILO-Kernarbeitsnormen. Da wollte ich einfach fragen, wie das sichergestellt wird. Von außen ist es immer schwierig nachvollziehen, weil Sie ja nicht offenlegen, aus welchen Minen Sie zu beziehen. Und ja. Ja, also wir machen, genau, es gibt Vertragsverhandlungen, in denen man zusammensetzt und darüber spricht. Das stimmt, das ist natürlich absolut nicht ausreichend. Es gibt aber auch Reisen dorthin, es gibt Besuche vor Ort, wo man sich über Dinge austauscht. Und das nehmen wir dann zur Grundlage. Jetzt würde ich noch eine Frage zulassen, bevor ich mich auch selber nochmal auf die Frage setze. Sie hatten sich noch gemeldet. Wolf, TU Berlin. Meine Frage zielt in etwa auch auf die vorherlaufende. Und zwar 3/4 ist Schrott, was Sie einkaufen? Hatten Sie gesagt? Oder 700.000 Tonnen zurzeit? 3/4 des Schrotts, den wir einkaufen, kommt aus Europa. Osteuropa oder Westeuropa? Wissen Sie da eine Differenzierung? Knapp 10% Osteuropa, der Rest Westeuropa. Und wie stellen Sie dann die Herkunft des Schrottes originär fest? Das heißt, wie sichern Sie dann jetzt Ihre Zielsetzungen beim Schrott? Das müssten Sie mir jetzt nochmal erklären, die Frage. Wie sichere ich die? Der Schrott ist doch nachher nicht mehr nachvollziehbar, woher er kommt. Dafür ist es ein Schrotthändler. Richtig, aber gut. Aber ehrlich gesagt, da wäre es die gleiche Antwort sozusagen. Okay. Dann müssten Sie... sich einfach an unseren Schrotteinkauf auch nochmal wenden. Aber das sind die Zahlen, mit denen wir operieren und sagen, das ist eben. Jetzt, ich habe selber noch eine Frage. Sie haben gesagt, Sie sind der größte Kupferrecycler der Welt. Mhm. Wie ist denn Ihre Größe beim Verarbeiten von Konzentraten? Sind Sie da auch Weltmarktführer oder gibt es da viel mächtigere Konkurrenten weltweit? Nee, da gibt es mächtigere Konkurrenten. Also sind Sie nicht derjenige, der den Markt global diktieren kann? Genau, also wir sagen immer, wir sind unter den größten drei, dann kann man, glaube ich, sich ausrechnen, dass wir wahrscheinlich der drittgrößte sind. Ich glaube, ich meine, es variiert und da tauscht man manchmal Plätze. Genau. Dankeschön. Wenn jetzt keine dringenden Fragen wären, ist es eine dringende Rückfrage oder können wir es auch in die Diskussion später verschieben? Gut, dann nehme ich Sie gleich als erstes dran in der folgenden Diskussion. Aber dann würde ich jetzt noch den dritten Input-Vortrag aufrufen. Ja, guten Tag. Als Dritter in so einer Runde hat man einerseits den Vorzug, dass man schon auf Dinge antworten kann, die vorher vielleicht offen geblieben sind, oder dass man noch Fragen aufwerfen kann, die einem vorher erst gekommen sind. Dann hat aber auch den Nachteil, dass sich Dinge doppeln können. Ich werde mal versuchen, so einen Weg so ein bisschen dazwischen zu fahren, weil ich an einigen Stellen doch noch mal auf Probleme in der Wertschöpfungskette eingehen wollte. Die hat Frau Schüller ja vorhin schon genannt. Aber das noch mal mit ein paar Fotos plastisch machen wollte und auch noch mal so ein paar Aspekte, die zu den Problemen gehören, die sich aus der Sicht von Entwicklungsländern stellen, die bisher noch nicht so groß genannt worden sind. Das ist, ich habe die Quelle von dem Bild nicht gefunden, das ist Kobaltabbau im Kongo. Ich wollte den Herrn Mannert noch fragen, ob das Bild von ihm ist. das ist einerseits, wie man sieht, da hinten stand, also da stand mal Wald, das ist eine ökologische und soziale, sehr fragwürdige Art und Weise, Kobalt abzubauen. Die Situation, die man aber jetzt trotzdem in Katanga hat, ist, dass da mehr und mehr große Unternehmen jetzt einrücken und kongolesische Gruppen sagen dann, ein Bagger ersetzt 500 Leute. Also es ist ein Riesenwirtschaftsfaktor, dass Kobalt so abgebaut wird und gleichzeitig ist es eine ökologische und soziale Katastrophe. Das Gleiche gilt auch für den Tantalabbau. Das ist auch wieder ein Foto aus dem Kongo. Und wenn man über Militarisierung von Minen und von Minenarbeit redet, dann denkt man ja auch immer nur an Kongo. Ich möchte aber noch mal so ein Schlaglicht auf eine Platinmine im Südafrika werfen, die vor ein paar Jahren für Schlagzeilen sorgte, weil man einen Haufen streikender Arbeiter erschossen hat. Man fördert eines der teuersten Metalle der Welt im Rahmen von einer Mine, die eine der lukrativsten der Welt zumindest früher mal war, und hat Arbeiter, die zu Hungerlöhnen arbeiten und die dann bei einer Protestaktion erschossen werden. Also Konfliktminen beschränken sich zum Teil nicht unbedingt auf den Kongo oder auf einige wenige andere Gebiete. Minenarbeit ist immer wieder sehr konfliktiv und dass da sowas bei Platin passiert, fand ich dann nochmal besonders bemerkenswert. Kein billiges Allerweltsmetall, sondern Platin.
Wenn man sich dann die Minen anschaut, man redet dann über Standards. Das ist ein Foto, das gibt es von ähnlich aus vielen Ländern. Eine Mine ist nun mal riesengroß. Aus der hier, das ist die Grasbergmine in Westpapua, Indonesien, werden jeden Tag so 200, 300, an manchen Tagen 400.000 Tonnen Abraum rausgeholt, bevor man ans Erz kommt. Und das wird da in Seitentäler verfüllt, weil die noch nach Gesetzen arbeiten, die aus den 60er Jahren sind, als man diese Mine aufgemacht hat und sich hat garantieren lassen, dass die Umweltbedingungen nicht verschärft werden. Dazu kommen nochmal die 200, 300.000 Tonnen Kupfererzführende Schichten, die dann täglich auf 4.000 Meter Höhe verhüttet werden und wo man die ganzen Abfälle in die Gletscherflüsse kippt. Unten gab es früher mal Flüsse, aus denen die Menschen Fische gefangen haben. Heute mit dem ganzen Abraum, der da angespült ist, graben sie illegalerweise da nach irgendwelchen Goldkrümeln, weil das Gestein zum Teil auch Gold enthält. Diese Mine wird im Schnitt von 2000 Soldaten geschützt und Polizisten, weil dieser Berg, der da so komplett zerstört ist, für die Anwohner mal ein heiliger Berg war. Jetzt wird über Milliarden Entschädigungen verhandelt, zumindest laufen Klagen in den USA. Es ist aber so, dass die Einheimischen dem nicht weichen wollen. Nun kann man sagen, da werden Milliarden geboten, aber wie gesagt, es war ein heiliger Berg und ich vergleiche das dann immer gerne damit. Stellen Sie sich vor, man findet unterm Vatikan eine Ölquelle und wird dem Papst sagen, zieh doch mal 20 Kilometer weiter, wir zahlen auch alles. Ja, das ist eine Mine, wenn wir über menschenrechtliche Nachhaltigkeit reden, die kann nicht nachhaltig betrieben werden, weil die Anwohner wollen, dass das Ding wegkommt. Gleichzeitig hat die mehrere Milliarden Umsatz im Jahr und zahlt über eine Milliarde Steuern und ist die drittgrößte Kupfermine der Welt. Wenn ich mir dann nochmal sowas wie Gold anschaue, dann sieht man hier einen frisch aufgebauten Damm für das ganze Abwasser und hinten sieht man auch schon Abraum. Das ist aus Ghana das Foto. Eine Tonne Stein wird gemahlen, um ein Gramm Gold zu gewinnen. Das Ganze wird dann mit Cyanidlauge getränkt. Und diese Cyanidlauge wird dann, da wird das Gold rausgezogen und der ganze Rest wird in diesem Stausee gelagert. Also wenn wir heute Morgen viel mehrfach das Wort bei Neodyn, wir wollen nachhaltige Minen finanzieren, also wir könnten vielleicht über nachhaltigere Minen reden, aber auch eine zertifizierte Goldmine in der Größenordnung wird niemals nachhaltig sein, wenn man sich die ökologischen Wirkungen anschaut, die sie hat. Das Gleiche gilt natürlich auch für den Kleinbergbau, das ist ebenfalls in Ghana. Last but not least, und die Bilder, die sind, glaube ich, von dir, ne? Das ist erneut Ghana. Ich habe das Land aber nicht dazu geschrieben, weil das könnte an vielen Stellen der Welt sein. Hier geht es um das Recycling von Schrotten, also von Elektroschrott. Und was dann übrig bleibt, sieht dann so aus. Ich weiß, dass Arubis erhebliche Anstrengungen unternommen hat, um zu identifizieren, ob ihr Kupfer vielleicht auch aus solchen Minen kommt, also Urban Mining oder wie man immer das nennen will. Aber es ist natürlich auch hier ein riesen menschenrechtliches Problem, wie hier gearbeitet wird. Und gleichzeitig sind es mindestens 100.000 Beschäftigte. Und an jeder Ecke in Ghana können sie alte Elektrogeräte kaufen, weil nicht alles ist ja Schrott. Wenn ich mir jetzt anschaue, und das wurde heute Morgen ja auch schon als Lösungsweg genannt, gehe ich auf Standards und Siegelungen. Das ist ja das, wo die letzten Jahre verstärkt auch im Metallsektor dran gearbeitet werden. Dann müssen wir jetzt immer noch mal vor Augen halten, was ein Standard, aus dem dann eine Zertifizierung entwickelt wird und vielleicht dann sogar eine Labelung, was das eigentlich ist. Nämlich, es ist nicht mehr als ein Werkzeug. Ich gehe in eine Mine hin und gucke, ob diese Mine bestimmte Bedingungen erfüllt. Ich habe zwar immer das Ziel, der Situation der Betroffenen zu verbessern. Und ein ganz wichtiger Aspekt bei der Diskussion um Standards und Kriterien für Standards finde ich, dass das eine Plattform für Dialog und Governance ist. Also Unternehmen aus einer Branche, wie beispielsweise im Aluminiumsektor bei der Aluminium Stewardship Initiative, Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette kommen zusammen, reden miteinander und diskutieren, wo sind die Herausforderungen und müssen eine Einigung finden. Dieses Definieren und Operationalisieren von Nachhaltigkeitsaspekten ist ein Riesenschritt, weil da hat man sich in dem ganzen Metallsektor bis vor einigen Jahren drumherum gedrückt. Ja, man hat das Zeug gekauft und gut war. Das war bei Arubis ja nicht anders als bei anderen Firmen auch. Ziel aber eigentlich von so einem Standard ist es, die Umsetzung von Verbesserungen zu unterstützen und dann Nachweise zur Verfügung zu stellen. Sie hatten vorhin so ein Zertifikat und damit auch mehr Transparenz in Wertschöpfungsketten zu schaffen und damit auch einen Markt und einen Markenwert zu kreieren. Idealerweise würde man dann auch für solche Produkte mehr Geld bekommen
wobei wir ja vorhin schon gehört haben, dass das im Metallsektor nicht unbedingt der Fall ist. Ich glaube, dass die Einführung von Standards an bestimmten Stellen sehr wichtig sein kann als Dialogplattform. Es stößt aber auch sehr, sehr stark an Grenzen. Ich brauche eine Erfassung und Organisierung der Unternehmen. Sind die Unternehmen dazu bereit? Bekomme ich Minen dazu, bei einer Standardsetzung mitzumachen? Oder sind es vielleicht nur einige wenige, weil nur einige wenige der Abnehmer standardisiertes Material haben wollen und der Rest läuft weiter wie gehabt? Das gilt erst recht für die 20 Millionen Kleinschürfer, die eben genannt worden sind, die nicht organisiert sind. Wie kriege ich da Strukturen rein? Wenn ein Standard eingeführt wird, wird in der Regel abgehakt, wer den Standard erfüllt, aber es wird nicht dem geholfen, der ihn nicht erfüllt. Denn erforderlich sind Investitionen, ich brauche Marktwissen, ich brauche einen Marktzugang. Und dieses Investitionskapital, das muss erstmal da sein. Wenn wir eine große Kupfermine nehmen, die seit vielen Jahren so betrieben wird, wie es vielleicht vor 20 Jahren mal erlaubt war, und sie fordern da Nachbesserungen, ist das eine Milliardeninvestition. Ich habe auch zum Teil überhaupt keine Infrastruktur für die Wissensvermittlung, was ein Standard fordert und wie ich das Ganze umgesetzt kriege. Und ein weiteres Problem bei standardisierten Produkten, das haben wir im landwirtschaftlichen Sektor gesehen, es muss eine Nachfrage da sein. Es ist oft so, dass Unternehmen in eine Einführung von Standards investieren und nachher gar nicht genug Nachfrage für die ganzen zertifizierten Materialien da sind. Die Investitionen sind dann gelaufen. Die Ausgaben wurden getätigt. Ich habe die fortlaufenden Auditkosten. Und die Frage ist, was springt für mich dabei rum? Wo wir Prämien haben, im Goldsektor wird das ja gerade von Fairtrade beispielsweise probiert, dass man dann eine 5%ige Prämie auf die Summe obendrauf bekommt, die man für seine Ware kriegt. Wir haben vom Kupfer gerade gehört, dass es da nicht funktioniert, dass die Prämien sehr niedrig sind. Das ist eher so weit verbreitet. Siegel wollen Transparenz schaffen. Ich habe jetzt hier ein besonders krasses Beispiel rausgenommen. Das ist der Kongo. Wenn man heutzutage im Kongo eine Mine betreibt, dann hat man alle möglichen Regierungsinitiativen, denen man sich da beugen will, regionale, international wie die OECD, das US-Gesetz, die EU, EITI und wir gehen da gar nicht ins Detail. Ich habe dazu noch einen Haufen Unternehmensinitiativen. Ja, und irgendwo dazwischen müssen sie sich positionieren. Als Mine will ich mein Gold beispielsweise an den Schmucksektor liefern, muss ich dann in den Responsible Jewelry Council ran. Was ist mit den anderen Goldinitiativen vom World Gold Council und so weiter, die genannt worden sind? Ich will in die Elektronikindustrie. Also das ist jetzt nur, ich habe eine Mine im Kongo. Was habe ich alles für Standards und Zertifizierungen, die mir da jetzt schon rumschwirren? Ich habe bestimmt einige vergessen. Und was man im Metallsektor unbedingt vermeiden sollte, ist das. Das ist mal eine Zusammenstellung von Logos, die man in europäischen Supermärkten derzeit findet. Ja? Wenn ich mir vorstelle, diese ganzen Initiativen, die im Metallsektor laufen, wenn die auf eine Labelung rauslaufen, alleine für Gold sind mir bis jetzt 4 oder 5 bekannt und ich kaufe nachher ein Handy und muss die ganzen Labels da dran hängen, dann kann ich ungefähr so eine Seite da dran pappen, für Zinn, für weiß ich nicht was alles. Also die Lehren, die ich daraus auch ziehen würde, ist, dass man unbedingt im Metallsektor, die ja der Diskussion um ein Jahrzehnt mindestens hinterherhinken, die Fehler aus anderen Branchen vermeiden sollte, weil zu den offiziellen Label kommen ja noch die unternehmensinternen Standards. Ja, im Nahrungsmittelsektor gehen mehr und mehr Unternehmen jetzt wieder hin und steigen aus den ganzen Standards und Zertifizierungen aus und versuchen es wieder hausintern zu machen, weil sie sagen, dann kriegen wir es besser hin. Und dann haben sie, ich arbeite viel zu Kakao, alleine im Kakao 5 oder 6 Labels und nochmal mittlerweile weiß ich von 8 Unternehmensstandards. Cocoa Plan und Cocoa Impact und so weiter. Ja. Ich könnte jetzt eine ganze Liste hier runterbeten. Was für mich bei diesen Diskussionen oft fehlt, das ist die Einbeziehung des politischen Umfeldes. Und dazu gehört für mich auch und an ganz wichtiger Stelle die Regierung der Bergbauländer. Es kam ja vorhin in Ihrem Vortrag, Frau Schüler, auch mehrfach, das ist eigentlich eine Verantwortung der lokalen Regierung. Wenn wir dann Diskussionen haben, dass Unternehmen in Konflikte verwickelt sind in Bergbaugebieten, weil sie Straßen bauen sollen oder Energieversorgung, Bildungsinvestitionen und so weiter machen, das ist eine Regierungsaufgabe. Punkt. Ja, und die Regierungen müssen auch die Märkte regulieren, sie müssen eine Steuerpolitik so gestalten, dass die Bevölkerung was davon hat und diese Regulierungen müssen sie innerhalb von Wertschöpfungsketten durchsetzen und sie müssen auch in Forschung und Weiterbildungsangebote dafür sorgen, dass sowas umsetzbar ist. Ich weiß,
dass die Regierungen das oft wollen und oft aber auch nicht können. Das Beispiel Ghana, was ich vorhin hatte, die großen Goldminen haben in den letzten Jahrzehnten eigentlich fast keine Steuern bezahlt, weil sie es immer wieder schaffen, über Abschreibungen und über Beteiligungen durch Firmen auf Steuerparadiesen, dass sie keine Gewinne machen. Da steigt ein Goldpreis von $400 die Unze binnen 5 Jahren auf 2.000 und die Unternehmen machen keine Gewinne. Zahlen 3% Umsatzsteuer und das war's. Ja? Also das ist im Goldsektor besonders eklatant, wenn man da diesen Preisanstieg gesehen hat. Oder wenn man sich Sambia anguckt, der Kupferpreis geht von $2,000-$3,000 vor ein paar Jahren auf über 8.000 hoch und es gibt Kupferproduzenten in Sambia, die machen keine Gewinne, weil sie langfristige Verträge auf dem Steuerparadies Mauritius mit dem Abnehmer haben und da steht $2,000 drin. Dass das eine Tochterfirma vom gleichen Mutterkonzern ist, ist eine andere Geschichte. Ja, also Regierungen haben es da nicht einfach, aber wir brauchen dann trotzdem Strategien im Umgang mit den Regierungen. Wir brauchen eine Einbeziehung der Regierungen bei allem, was wir in Richtung Standards oder auch Regierungsansätzen diskutieren. Hier wurde vorhin gesagt, mehrere Ministerien in Deutschland arbeiten an irgendwas. Wo ist eine Strategie zur Unterstützung von Regierungen in diesen Ländern, die man als Bundesregierung fährt und nicht als Uber, als BMZ, als was weiß ich wer getrennt? Und wo ist auch eine Strategie der Verbände, der Industrie, wie man mit sowas umgeht? Ja. Lösungsansätze. Ich setze hier auch dann mal bewusst auf etwas, was über den Metallsektor hinausgeht. Wir haben mit John Ruggie einen UN-Sonderbeauftragten für Wirtschaft und Menschenrechte gehabt, der in jahrelangen Studien hat zusammentragen lassen, wo es die schlimmsten Menschenrechtsverletzungen gibt, in welchen Branchen, und ganz oben stand der Rohstoffsektor. Er hat definiert, Regierungen sind in der Pflicht, Menschenrechte in der Wirtschaft durchzusetzen und Unternehmen müssen aber jede Komplizenschaft vermeiden. Ja, in Indonesien ist man über Jahrzehnte während der Diktatur hingegangen und hat Grasberg betrieben. Vor ein paar Jahren habe ich zu Gold recherchiert, da gab es eine Goldmine in Indonesien, die leitete die Abwässer ins Meer. Die Begründung, als sie das erlaubt kriegten vor 30, 40 Jahren, war, das Wasser ist hier 800 Meter tief, macht ein tiefes Rohr, da unten ist eh nichts. Ja, und als die Regierung sagte, wir wollen aber jetzt hier eine Kläranlage haben, hat das Unternehmen gesagt, dann verklagen wir euch, guckt euch die Verträge an. Ja, also da findet eine Verletzung von grundlegenden Menschenrechten dadurch statt, dass die Fischer irgendwann nichts mehr fangen. Und es gibt keinerlei Wege, das irgendwie aufzufangen. Und solche Komplizenschaften müssen eigentlich beendet werden. Der Begriff der Sorgfaltspflicht, der Due Diligence, den Ruggie damals entwickelt hat für die tägliche Geschäftspraxis von Unternehmen, da ist er ja dann übergegangen in die UN Guiding Principles. Also diese Sorgfaltspflicht, das ist für mich ein wesentlich zentralerer Begriff als die Entwicklung von Standards. Wenn Unternehmen ihrer Sorgfaltspflicht gerecht werden, bräuchte man keine Standards. Und das gilt nicht nur im Metallsektor so. Die Ansätze von Ruggie: Einhaltung der Menschenrechte entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Und das muss dann bitte schön auch heißen, wenn ein Elektronik- oder Autokonzern sich sowas auf die Fahnen schreiben, dass die dann für Kupfer eventuell auch pro Handy gerechnet ein paar Cent mehr ausgeben. Und nicht sagen, irgendwer muss es machen und muss mir das unterschreiben, aber ich zahle da nichts für. Wir brauchen eine Identifizierung von Unternehmensrisiken und dann brauche ich eine Transparenz in der Kette. Wir brauchen eine regelmäßige Überprüfung von Unternehmensaktivitäten. Und wir brauchen auch eine Einbeziehung der Verpflichtungen, der Bewertungen in interne Kontroll- und Aufsichtsmechanismen. Wenn Angestellte in Unternehmen ausschließlich danach bewertet werden, ob sie den billigsten Preis beim Einkauf erzielen, sind sie bereit, Zertifikate oder Zusicherungen von Unternehmen zu akzeptieren, von denen sie wissen, dass sie so nicht stimmen. Wir haben Fehlanreize. Ja? Ich kann das an noch einem Beispiel deutlich machen, allerdings jetzt mal am Beispiel Tomaten. Bei einem großen deutschen Einzelhändler, es gab zertifizierte und nicht zertifizierte Tomaten und die Filialleiter lagerten nur die nicht zertifizierten ein. Und dann haben die dann gefragt, warum macht ihr das? Und dann haben die gesagt, naja, unser Fortkommen in diesem Unternehmen hängt von unserem Umsatz und unserem Gewinn pro Quadratmeter Ladenfläche ab. Und für die Zertifizierten zahle ich im Einkauf 2 Cent mehr das Kilo. Ich bin doch nicht blöd. Ja, dann haben sie einen internen Mechanismus, der nur auf den Preisanreiz rausgeht, ohne dass das in interne Kontroll- und Aufsichtsmechanismen reinfließt, dass die Menschenrechte eingehalten werden. Zugang zu Rechtsmitteln. Wenn sie ihrem Chef sagen können, wenn wir da und da einkaufen, kann das sein, dass wir nachher irgendwann verklagt werden für das, was wir da mit angerichtet haben. Haben sie eine ganz andere Verhandlungsbasis.
OECD und ILO gehen in diese Richtung. Ich komme jetzt auch zum Schluss. Das Problem, was wir hier haben, ist, dass das alles freiwillige Selbstverpflichtungen von Unternehmen sind, statt verbindliche Gesetze. Wir haben keine Sanktionsmechanismen. Wenn Sie einem Unternehmen nachweisen, dass es Ihnen schlechte Qualität verkauft hat, können Sie es verklagen. Wenn Sie einem Unternehmen nachweisen, dass es Ihnen nicht gesagt hat, dass es aus Kinderarbeit oder Zwangsarbeit stammt, was Sie gekauft haben, können Sie nur sagen, bitte lass es. Das ist die Realität, die wir haben. Von daher Standards hin oder her und die ganzen Ansätze hin oder her. Wir brauchen im Grunde genommen gesetzliche Regulierungen, die für die gesamte Wertschöpfungskette gelten. Nur so kommen wir auch zu einem Level Playing Field und zu einklagbaren Rechten. Und wir brauchen auch Regeln statt einem Label-Dschungel. Ja, ich kenne auch die Diskussionen aus Unternehmen, wenn dann jemand kommt und sagt, ich habe jetzt ziemlich viel Geld in meine Lieferkette investiert und meine Chefs sagen mir mittlerweile immer wieder, die direkte Konkurrenz am Markt macht es nicht, ich streiche dir die Gelder. Ja, das ist eine täglich stattfindende Realität, dass sie davon abhängig sind, ob die Konkurrenz es macht. Und die Konkurrenz guckt, wer macht es. Und wenn nur ein Teil der Unternehmen das macht, wird es dabei auch bleiben, dass es nur ein Teil der Unternehmen macht und dass das Niveau sehr tief angesetzt wird. Von daher, um ein Level Playing Field bei der Einhaltung von Menschenrechten und auch von ökologischen Rechten zu haben, brauchen wir klar definierte Regeln. Und das ist dann auch nochmal ein Plädoyer, dass man das nicht auf mehrere Ministerien und etliche Zuständigkeiten zerfasert und jeder seinen eigenen Prozess aufmacht und das dann womöglich noch für jedes Metall. Auch noch als letzte Warnung vielleicht an die Metallbranche, das, was Sie da haben. Ich selber bin mit im Vorstand vom Forum Nachhaltiger Kakao. Eine Kollegin von mir sitzt im Textilbündnis. Es gibt das Bananenbündnis demnächst. Es gibt ein Palmölbündnis. Man diskutiert überall die gleichen Fragen mit überall den gleichen Unternehmen, die das Zeug da verkaufen. Die müssen da überall Leute hinschicken. Ja, das Gleiche macht man dann nicht nur in Deutschland, sondern auch noch in Holland, in der Schweiz und in Dänemark. Und wer sonst noch auf die Idee kommt, runde Tische aufzumachen. Wir müssen versuchen, ähnlich wie Ruggi das gemacht hat, an das Übergeordnete ranzugehen, um eine Zerfaserung zu verhindern und zu Lösungen zu kommen. Vielen herzlichen Dank. Bevor wir in die nächste Runde gehen, in die offene Diskussion, würde ich vielleicht alle Referentinnen und Referenten bitten, jetzt nach vorne zu kommen. Wir haben Stühle für Sie. Ich glaube, das Publikum ist jetzt gefragt, Fragen loszuwerden. Ich glaube, wir haben wahnsinnig viele spannende Themen. Ich habe nur einige notiert. Was bringen Standards überhaupt im engeren Sinne? Das schöne Zitat, ein Bagger ersetzt 500 Menschen. Der Baggerfahrer arbeitet komplett nach den ILO-Kernarbeitsnormen. 500 Menschen stehen auf der Straße. Ein Thema, glaube ich, das sehr wichtig ist. Das zweite, Finanztransparenz. Es ist immer noch möglich, dass in der Mine alles okay ist, aber über die Bahamas werden Gewinne abgewickelt, die an dem Staat vorbeilaufen und less bad ist vielleicht erfüllt, aber more good im Sinne einer Entwicklung ist nicht möglich. Ein drittes Thema, Wert trägt die Kosten? Große Frage. Wenn wir Verbesserungen wollen, wird es früher oder später an den Geldbeutel gehen und ist es fair, hier einzelne Unternehmen, einzelne Schritte der Wertschöpfungskette zu belasten, andere nicht? Vielleicht haben wir auch Vertreter der verarbeitenden Industrie, die da vielleicht mal gewillt sind, sich zu exponieren. Und dann natürlich auch noch Vielfalt an Standard- und Initiativen hier in Deutschland, aber auch bei den Siegeln, bei den Zertifizierungen und dann vielleicht auch bei den einzelnen Rohstoffen. Lohnt es sich, und so habe ich dich verstanden, Friedel, vielleicht auch mal in den nächsten Jahren sich 1, 2, 5 Rohstoffe rauszugreifen und nicht alle 75 von heute Vormittag in gleicher Weise zu bearbeiten? Und was bringt denn tatsächlich dann wirklich Verbesserungen? Es geht nicht nur darum, hier zu diskutieren, einem Standard, einem Haken dahinter zu machen, das Monitoring, was bringt es vor Ort. Ich denke, das sind ganz wichtige Themen, die wir jetzt diskutieren können. Und jetzt sind Sie gefragt. Bitte schön. Mein Name ist Franz Simon, Bundesanwalt für Materialforschung. Herr Hütz, Adams, das war ja eigentlich sehr frustrierend, was Sie uns da berichtet haben. Irgendwie habe ich das Gefühl, da kommt man gar nicht raus. Also wenn jetzt Arubis sagt, diese Konzentrate sind ja da in Kongo, wir können eh nichts dagegen machen, dann kaufen wenigstens wir die und stellen in Deutschland mit gut verträglichen Arbeitsplätzen Kupfer her, könnte man das denen noch gar nicht verübeln, oder? Ansonsten wird ja der chinesische Konkurrent kaufen, dem das eh egal ist. Soll ich da direkt was zu sagen oder sammeln wir?
Ich würde vorschlagen, wir sammeln mal drei Fragen. Und wir haben immer Mikrofonprobleme, aber ich hoffe, Sie verstehen alles. Dann ist es halt nicht auf die Ewigkeit konserviert. Ja, nochmal Michael Rekord, Arbeitskreis Rohstoffe. Ich habe nochmal einen Punkt. Also zum einen fand ich sehr spannend, was Frau von Hahn gesagt hat zu Konfliktmineralien. Ich meine, das ist zum Beispiel auch eine unserer Kritik gewesen, dass nur ein Teil der Lieferkette am Ende in der Regelung aufgegriffen worden ist. Wir haben von Anfang an als Zivilgesellschaft gesagt, eigentlich muss man, wenn man die OECD-Standards verpflichtend übersetzt, die ganze Lieferkette angucken, damit genau nicht dieser Flaschenhals bei den Schmelzen auf den Kosten sitzen bleibt. Gleichzeitig haben wir gerade als Zivilgesellschaft diesen Prozess zu den nationalen Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, auf die Friedel ja auch angespielt hat, begleitet. Und ich muss sagen, das war ein sehr frustrierender Prozess, weil gerade die Seite der Industrie sehr lange sich gegen jegliche Art von verbindlicher Sorgfaltspflicht ausgesprochen hat. Das heißt, gerade die großen Industrieverbände, aber im Grunde auch fast alle Industrieverbände waren sehr blockierend, was genau so ein Global oder so ein Level Playing Field angeht, wo man tatsächlich mal sagt, Unternehmen müssen ihrer Verantwortung nachzukommen. Und da würde ich mir zum einen auch von Unternehmen, die zum Teil weitergehen, wünschen, sich öffentlich zu äußern und vielleicht auch zu überlegen, kann man da weitergehen? Und zum anderen frage ich mich, vielleicht auch eine Frage an Friedel, wie siehst du das, wie kann man das durchbrechen, dass wir genau mal zu diesen Standards kommen und nicht noch 10 weitere Initiativen in den nächsten 5 Jahren in 3 Ländern haben? Vielleicht noch eine Frage, bevor wir dann in den Dialog einsteigen. Ja, Vollrat Wollny, ich frage jetzt als BWLer von der Hochschule Mainz. Das Problem bei diesen ganzen Lieferketten ist ja auch, es gibt ja sehr unterschiedliche Lieferketten, und wenn wir jetzt also hier so eine Sorgfaltspflicht von deutschen Unternehmen verlangen, also auch wenn sie Produkte herstellen, wie machen wir das dann mit den Importeuren? Ich kann ja jetzt bei Alibaba irgendwas bestellen aus China und importiere das. Muss ich dann auch solche Nachweise liefern, oder kann man das von fremdländischen oder von ausländischen Herstellern auch verlangen? Und das wird natürlich, wenn man so eine Regelung will, ja sicherlich in gewisser Weise ein K.O.-Argument auch sein, weil man damit würde man die eigene Industrie doch ziemlich zusätzliche Kosten aufbürden. Das ist ja das grundlegende Problem. Wenn ich nicht das schlechte Material kaufe, das billige, dann macht es jemand anders, und derjenige, der gut und ethisch handelt, der tut halt seine ökonomischen Interessen vernachlässigen. Das ist ja das Grundproblem. Wir machen das ja nicht aus Bösartigkeit. Ne? Meistens nicht, jedenfalls. Ja, hier spricht immer so ein bisschen the elephant in the room. China, größter Rohstoffproduzent, aktive Rohstoffsicherungspolitik, Rohstoffproduzent und Konsument gleichzeitig, meist als Konkurrent gesehen. Ist er wirklich ein Konkurrent? Vielleicht erstmal diesen Komplex und dann die anderen Fragen. Wollen Sie anfangen oder ich? Vielleicht interessant, bevor Sie sich einigen. Es ist ja so, dass zu Konfliktrohstoffen ja tatsächlich China als eigene Regeln erlässt. Dass China zu Konfliktrohstoffen noch eigene Regeln gerade erlässt. Was ja vielleicht ein Indiz ist, dass auch China sich dem Thema annimmt. Ich bin jetzt kein China-Experte. Ist es ein Hoffnungsschimmer oder ein Fake? Also China hat eine Konfliktmineralienverordnung, die sogar relativ weit geht. Ich habe sie nur überflogen, aber ich fand sie gar nicht schlecht. Und die Frage ist natürlich, wie wird es umgesetzt? Allerdings haben die Chinesen auch mittlerweile ein massives Eigeninteresse daran, in diesem Bereich was zu tun. Es wurde heute Morgen das Beispiel der seltenen Erden genannt. Die Chinesen haben vor 5-6 Jahren viele der kleinen Bergwerke im eigenen Land wegen der massiven Umweltrisiken dicht gemacht. Da gab es übrigens einen Aufschrei im Westen, die Chinesen würden künstlich das Angebot verknappen und die Preise hochtreiben. Also wir müssen da mit dem China-Bashing an einigen Stellen auch so ein bisschen aufpassen. Aber ich sehe das schon so, dass China in so eine Ordnung mit eingebunden wird. Und das Klimaabkommen im Moment zeigt das, dass die Chinesen da im Moment bereit sind, einiges zu machen, sowohl im eigenen Land als auch auf der internationalen Ebene. Aber ich wäre auch mal daran interessiert, jemanden aus einem Unternehmen, das in starker Konkurrenz zu China steht, zu hören, wie sie das sieht. Naja. Also wir nehmen
China schon als Konkurrent und starker Mitbewerber war, der natürlich auch jetzt mal unabhängig von Konfliktrohstoffen ganz andere Vorteile hat, nämlich, dass sie eine große Klaviatur von wettbewerbsverzerrenden Maßnahmen haben, die sie hoch und runter spielen, also Importzölle, Exportzölle irgendwie ins Leben rufen, so wie es halt der wirtschaftlichen Entwicklung da am besten passt. Ist ein großes Problem im Schrotthandel, wo die eben ein großer Konkurrent sind. Jetzt muss ich mal gerade gucken. China und Konfliktrohstoffe, da geht es mir so wie Ihnen. Wir haben das auch wahrgenommen, dass es diese Verordnung gibt oder Gesetzgebung, die Sie da entwickeln. So richtig, da würde ich mir jetzt anmaßen, was zu beurteilen, was ich nicht beurteilen kann, glaube ich. Das wäre unangemessen. Was wir sagen können in Richtung von Herrn Rekord, wir hatten es so wahrgenommen oder beziehungsweise das Wirtschaftsministerium hat uns das auch immer wieder zurückgespiegelt, nein, das ist überhaupt kein Problem. Natürlich gilt ja die EU-Verordnung auch für Hersteller, die Dinge wieder nach Europa importieren. Genau, das war auch unsere Einschätzung. Also es hieß immer, sobald etwas ein Konfliktmineral verarbeitet wurde und irgendwo drinsteckt und dann wieder nach Europa kommt, müsste dafür auch ein Zertifikat vorhanden sein. Also selbst wenn das so wäre, sind wir immer davon ausgegangen, dass wenn wir also uns diesen Regelungen unterwerfen, die da ausgerufen werden, wird das mehr wirtschaftliche Auswirkungen auf uns haben, als das ein Mitbewerber oder ein Importeur hat, der also in China sich dieses ein entsprechendes Zertifikat aneignet. Ist aber eine Unterstellung, also das war sozusagen unsere Annahme. Und ich habe noch ein paar mehr Punkte. Okay. Ansonsten wollte ich noch sagen, ein Commitment der Industrie, nationaler Aktionsplan. Ich glaube ganz ehrlich, dass das so ein bisschen, also wenn die Industrie sich da verwehrt hat, dann hat das bestimmt vor allem den Grund, dass eben diesen Wettbewerbsgedanken, das ist das, was ich vorhin meinte. Wir haben eben, es gab da einfach Befürchtungen zu sagen, wenn wir hier, Europa wird immer so in so einer Position sein, zu sagen, wir implementieren Dinge und dann wird es auch tatsächlich umgesetzt. Und dann entstehen uns eben zusätzliche Kosten, wie ich vorhin meinte, die andere eben nicht haben. Und in der Summe läppert sich das und das ist dann schon ein ziemlich gewaltiger Kostenblock. Das nimmt immer zu und das hemmt dann irgendwann unsere Fähigkeiten, eben wirklich immer weiter voranzuschreiten. Deswegen haben wir aber, also zumindest als Arubis, kann ich das sagen, immer gesagt, wir verwehren uns an und für sich nicht solchen Umsetzungen ganz und gar nicht, weil wir ja tatsächlich mehr Nachhaltigkeit wollen. Wir müssen halt nur eigentlich viel eher, als dass bei uns Dinge implementiert und angewendet werden, dafür sorgen, dass es halt auch wirklich überall, dass es überall so passiert. Und dass es eben, also die Wahrnehmung, glaube ich, der Industrie ist einfach zu sagen, es passieren einfach in Europa oder manchmal auch speziell in Deutschland viele Dinge, die uns zusätzliche Bürden auflegen, aber eben bei anderen nicht. Und da war eben der Appell, so habe ich das verstanden, seitens der Industrie zu sagen, guckt so viel Aufwand, wie ihr betreibt, das zu sehen, dass es in Europa über den NAP, Nationalen Aktionsplan Dinge, oder in Deutschland dann angewandt werden, müssen wir eigentlich viel mehr nach Möglichkeiten suchen, wie können wir denn sicherstellen, dass in aller Welt, wirklich in allen Ländern, wo unsere Mitbewerber sitzen, eben ähnliche Regeln aufgestellt werden. Naja, als jemand, der in dem Wertschöpfungsketten-Hearing beim Bundestag dabei war, hat mich dann aber sehr frustriert, dass die Regierung zwar einerseits ablehnt, die Industrie, aber dann am Schluss nicht das sagt, was Sie gerade gesagt haben, nämlich wir brauchen sowas weltweit und dafür arbeiten wir jetzt an der Strategie, sondern es war eine reine Abwehrhaltung. Und die Krönung fand ich dann noch, also es gab ja für jeden, für Nichtregierungsorganisationen, Industrie, Regierung, Hochschule gab es jeweils 10 Sitze. Und in dem Vorbereitungskomitee gab es halt den Vorschlag, ich habe da auch 2 Unternehmen namentlich genannt, ich war da drin, dass wir 2 Unternehmen einladen, die gerade ihre Wertschöpfungskette bis hin zu mehreren 100.000 Lieferanten komplett erfassen, nämlich Nestle und Unilever. Von der Zahl her ein Vieltausendfaches von dem, was es an Minen in der Welt gibt. So, und dann kam von den Verbänden der Industrie die Bemerkung, naja, wenn die Zivilgesellschaft bereit ist, auf Sitze bei der Sitzung zu verzichten und Industrievertreter mit reinzunehmen, kann sie das gerne machen. Ja, und diskutiert haben wir dann mit lauter Verbandsvertretern, während man gleichzeitig mit Leuten aus den Unternehmen, die Dinge tun, ganz andere Dinge bespricht. Also es gibt ja Unternehmen, die da vorangehen.
und die auch bereit sind, was zu tun. Ich muss aber noch eine Bemerkung zum Kongo loswerden. Ich habe 2003 meine erste Studie über Kriegsfinanzierung im Kongo geschrieben und da kamen die ganzen UNO-Berichte raus, wer die Rohstoffe kauft. Es war kein einziges chinesisches Unternehmen dabei. Die Chinesen kamen erst Jahre später, als der Höhepunkt des Krieges mit 1000 Toten am Tag vorbei war. Da sind Millionen Leute gestorben, ohne dass ein Chinese dabei war. Mittlerweile mischen die Chinesen da überall groß mit und dann wird gesagt, na, aber wir können mit den Konfliktrohstoffen nichts machen, weil die Chinesen tun ja nichts. Das haben wir angerichtet. Ja, das hat unsere Industrie, man kann sich die UNO-Berichte angucken, die ganzen Vertriebswege, die Rohstoffe, Tantal, Zinn und so weiter hatten, das war lange vor dem chinesischen Einfluss. Und von daher sehe ich da auch eine moralische Verpflichtung, und wenn man Ruggie ernst nimmt, eine ohnehin bestehende Verpflichtung, was zu machen. Bei der ganzen Berichterstattung und bei den ganzen Lieferketten, die Berichterstattung ist ja bei einigen Produkten so umfangreich, wenn man Elektronikbranche hört, die dann sagen, wir haben 20 Stufen bis zur Mine, weil es 20 Stufen sind. Und die 20 Stufen sind ja da, weil ich einen Verhüttungsprozess in dem Land, eine andere Stufe da, eine andere da mache und überall die Lücken und die Billigkeiten in den Umwelt- und in den Sozialgesetzen ausnutze. Die Reaktion, die wir auf den Dodd-Frank-Act hatten, wo dann plötzlich eine gesetzliche Verpflichtung in den USA da war, war, dass einige der Unternehmen Lieferketten drastisch verkürzt haben. Auf 3-4 Stufen, habe ich mir sagen lassen. Das geht. So, und wenn ich das tue, dann ist der Berichterstattungsaufwand wesentlich geringer und ich habe eine viel höhere Möglichkeit, das, was mir die UNO sagt, nämlich meine Wertschöpfungskette zu kennen, auch tatsächlich zu tun. Ja, bei Qualität funktioniert das übrigens schon lange. Ja, die Autoindustrie weiß haargenau, welche Qualitätsanforderungen sie für jede Schraube hat und das wird nachkontrolliert. Und wenn morgen Radmuttern bei irgendeinem Konzern anfangen, in Massen zu brechen, dann wird der Lieferant identifiziert. Und wenn der eine schlechte Legierung verarbeitet hat, der Lieferant und dann wieder der Lieferant, bis man eventuell bei der Mine ist, die ein schlechtes Konzentrat geliefert hat. Bei Qualitäten geht's. Da ziehen wir das durch bis zum Exzess. Ich sitze in einem Beirat Lebensmittelkonzern und kenne da die Fragebögen. Jeder kleine Lieferant für Eigenmarken hat einen 81-seitigen Fragebogen auszufüllen. Für kleinste Mengen, die er liefern will. Wenn wir also jetzt darüber reden, dass Menschenrechte zu teuer sind zu berichten, dann sollten wir mal gucken, ob wir nicht ein paar andere Berichte rauskriegen und Dinge vereinheitlichen, ja, und dafür darüber berichten, wo es wirklich notwendig ist. Vielleicht nochmal in die Runde, es geht jetzt sehr stark auch um die verarbeitende Industrie. Haben wir zufällig jemanden da, der hier bereit ist, der für eine verarbeitende Industrie sprechen kann, hier einen Beitrag zu liefern? Wie sieht es aus mit diesem Thema weiter in der Wertschöpfungskette hier in Deutschland? Nicht, schade. Doch, hier vorne. Also nochmal Rolf Prunkos, Schüco International. Wir arbeiten viel im Aluminiumbereich. Und wir hatten eben gesehen, ASI ist angeführt worden. ASI ist eine Multi-Stakeholder-Initiative aus Wirtschaft, vom Mining bis hin zur Verarbeitung und zur Nutzung. NGOs und verschiedene Verbände, um nach einem schwierigen und langwierigen Diskussionsprozess zu Standards zu kommen für Aluminium, um dann letzten Endes nachhaltiges Mining und Verarbeitung hinzubekommen. Die Initiative gibt es seit 5 Jahren etwa und das Ziel ist, bis Ende 2017 über abgestimmte Standards und Governance zu verfügen, um dann in 2018 mit Third-Party-zertifizierten Prozessen arbeiten zu können. Wir sind da selber Gründungsmitglied, relativ spät dazugekommen, aber Gründungsmitglied als Schüco mit, wenn man mal unseren Aluminiumbedarf anschaut, weltweit eher im Promillebereich. Für uns die einzigste Möglichkeit als verarbeitende Industrie, obwohl wir relativ groß sind, also wir gehören mit zu den Weltmarktführern für Fenster und Fassaden in Aluminium, Einfluss zu nehmen. Und nach meiner Erfahrung jetzt nach 3 Jahren ist, dass selbst kleine Verarbeiter im Verhältnis zum globalen Kontext durchaus in der Lage sind, Einfluss zu nehmen und in die richtige Richtung zu bringen, weil wir wiederum von unseren Kunden gefragt werden nach nachhaltigen Lieferketten.
Also so kommt eigentlich durch den Bedarf heraus die ganze Kette zum Funktionieren. Ich glaube, das ist vielleicht auch ein Lösungsansatz. Also bei aller Erkenntnislage haben wir es ja bis jetzt noch nicht geschafft, wesentliche Verbesserungen zu erreichen. Wenn wir an der Bedarfsseite deutlich stärker formulieren, deutlich stärker fordern können, und bei öffentlichen Ausschreibungen beginnt es mittlerweile, ohne dass es noch nicht die Durchzugskraft, die es eigentlich haben könnte, dann kann ich mir gut vorstellen, dass bis hin zum Mining die Forderungen gestellt werden und auch die Nachweise möglich werden. Kann ich nur ganz kurz was noch ergänzen, nämlich einen Punkt, den Sie gerade sagten, Herr Brunkos. Wir können auch bestätigen, dass wir sehr, sehr häufig von Kunden und auch von Kunden der Kunden Nachweisen gefragt werden. Wir kriegen von einigen Elektronikverarbeitern seitenlange Fragebögen über unsere Lieferketten, über den Herkunft der Rohstoffe und so weiter. Nur, wir machen von Zeit zu Zeit immer mal stichprobenartig auch wieder Befragen, ob sie denn bereit wären, mehr zu zahlen für das Produkt. Das ist das, was Sie gerade sagten. Und das ist tatsächlich wirklich nicht der Fall. Also einfach nicht. Wir hatten auch mal auf der Sitzung, wo wir zusammen waren vor einem Jahr oder wann das war, war ich im Gespräch mit einer Dame von der Initiative Verlötet, die diesen Lötrad herstellt. Die sagte, nein, wir haben da ein Segment, da schlagen wir eben 25% drauf und das wird auch genommen. Aber das sind mikrokleine Mengen. Und bei uns, also und für unsere Kunden, ich hatte es dann daraufhin nämlich extra nochmal nachgefragt, und es konnte nicht bestätigt werden, unsere Kunden sind nicht bereit, mehr über den Börsenpreis zu zahlen. Darf ich gleich darauf antworten? Also ich kann das eigentlich zum Teil unterstützen, was Sie sagen. Sind zwei Seiten der Medaille, die wir hier berücksichtigen müssen. Einmal, wenn wir die Anforderungen stellen, dass für nachhaltige Produkte mehr bezahlt wird, dann kommen wir ins Premium-Element. Das wollen wir bewusst nicht. Also wenn wir ESI machen, dann muss es die breite Wirkung haben und dann muss es für alle gelten. Ich bin auch davon überzeugt, dass sich Wirtschaft und Industrie und Mining-Industrie schon relativ gut aufgestellt haben, zumindest in dem Sektor, dass es ohne Mehrpreise möglich ist, weil gerade Nachhaltigkeitsaspekte sich ganz gut darstellen lassen, wenn zum Beispiel über Wasserkraft Energie erzeugt wird. Wenn wir von der Bedarfsseite mehr steuern würden, und ich denke jetzt speziell an den öffentlichen Bereich, dann sehe ich durchaus Chancen, auch höhere Preise zu erzielen, weil neue Vergabeverordnungen sehen zum Beispiel Nachhaltigkeitskriterien vor. Nachhaltigkeitskriterien, nicht nur niedriger Preis, sondern auch Einhaltung von Nachhaltigkeitskriterien können mit in die Bewertung einfließen. Aber da haben Sie natürlich jetzt wieder den Vorteil, dass Sie ein Endprodukt fertigen. Machen wir nicht. Machen Sie gar nicht? Nein. Schüko, ich dachte Schüko sind... Ja? Die Meinung ist gut, das ist auch unser Label. Da sind auch Metallbauer, Handwerker, Fensterbauer dazwischen, die dann letzten Endes. Entschuldigung, dann habe ich wollte nur einwenden, dass halt bei uns es eben so, also ob eine Kathode nachhaltig erwirtschaftet wurde oder gar nicht, macht für die Kathode keinen Unterschied. Es ist zum Schluss das gleiche Produkt. Ja, ist beim Fenster genauso. Okay. Anders wie beim Bio. Du wolltest doch. Doris, direkt dazu. Mhm. Ich habe jetzt noch mal eine Anmerkung zur Wettbewerbsfähigkeit und finde jetzt den Weg, den jetzt Aurubis gewählt hat, fürs Kupfer ganz interessant. Also Sie haben sozusagen angefangen mit dem Goldstandard. Das hat sich offensichtlich bewährt und nehmen jetzt im Prinzip sozusagen die Nachverfolgungstools vom Gold und übertragen es auf die sozusagen auf die Kupferschiene. Damit sind Sie natürlich, machen Sie mit dem Kupfer einen Alleingang und ich fände es jetzt mal spannend, jetzt Sie zu fragen, ob Aurubis auch schon darüber nachgedacht hat, auch eine ähnliche Initiative wie jetzt das die Aluminium Stewardship Initiative, das eben fürs Kupfer zu machen und auch gerade, ich meine, Sie sind ja einer der Weltführer, Sie wären ja auch wirklich in einer guten Position, so etwas ins Leben zu rufen. Also einmal, wir sind dabei, das Business Partner Screening in die Richtung zu entwickeln, das ist aber noch nicht am Ziel angekommen. Also insofern, das muss man der Fairness halber sagen, aber also da bitte ich um Nachsicht, wir lernen ja auch dazu. Also Sie hatten das so nett beschrieben, dass es einen besonderen Erkenntnisgewinn in den letzten 10 Jahren gegeben hat. Ich bin jetzt seit 1,5 Jahren da, kann aber diesen Eindruck nur bestätigen. Also das ist natürlich, wir sind jetzt 150 Jahre alt geworden. Das ist ein Segment, was eben eine lange Geschichte hat und was lange eben ganz anders gewirtschaftet hat. Und da hat eben in den letzten Jahren großer Erkenntnisgewinn stattgefunden. Insofern, wir stecken sehr viel Manpower und sehr viel Geld da rein, um diese Dinge zu entwickeln. Aber das Business
das Partnerscreening ist ein super Tool und es ist eben in Kraft seit einem guten Jahr, aber es deckt noch nicht alle Bereiche ab, aber wir sind eben dahin, das sozusagen zu vervollständigen. Was war der andere Punkt jetzt gerade nochmal? Welchen hatten Sie noch? Wertschöpfung, das war der? Sie, genau, das war eigentlich das Wesentliche, auch nicht eine breitere Basis. Ach so, und die Aluminium Stewardship Initiative, genau. Und dazu wollte ich sagen, das ist etwas, was wir, also so eine Art Best Practice Leitfaden oder irgendwas zu, also irgendeine Maßnahme zu entwickeln für uns als Branche, wobei das jetzt ein bisschen größer gefasst wäre, wenigstens für die Nicht-Eisenmetallindustrie. Also für Kupfer allein würden wir es jetzt, glaube ich, nicht machen, aber im Verbund mit der Nicht-Eisenmetallbranche gibt es da auch Überlegungen. Wir stecken oft die Köpfe zusammen über unseren Verband, die WV Metalle, die da sehr rege sind und sich viel Gedanken machen. Da gibt es Kreise, die sich dazu beraten. Und also bitte, nee, da bitte ich darum, das zu glauben. Wir sind da sehr, sehr drum bemüht, irgendwie auch eigene Standards ins Leben zu rufen. Auch aus der Überlegung heraus, okay, wir haben diesen ganzen Wust von Initiativen, vielleicht können wir einfach auch mal selber einen Schritt losgehen und sagen, okay, das ist das, was wir leisten und machen, aber da, wir stecken da mittendrin im Prozess. Ja. Wir haben noch relativ viele Fragen. Ich hätte ganz persönlich noch ein Anliegen. Ich möchte nicht, dass die Veranstaltung endet. Es ist alles so wahnsinnig kompliziert. Wir gehen heraus, frustriert, weil es so komplex ist. Also wenn jemand noch Vorschläge hat für die nächsten 3 Jahre, wie kriegen wir das Thema auf ein handhabbares Paket gestutzt? Vielleicht auch, indem wir den Mut haben, manche Themen erstmal außen vor zu lassen. Nicht jedem exotischen Rohstoff nachzurennen, vielleicht mal bei Aluminium, vielleicht bei Kupfer, vielleicht bei anderen anzufangen. Also wenn da die ein oder andere Person hier noch Vorschläge hat, damit wir nicht frustriert aus diesem Workshop herausgehen. Aber es waren ja zahlreiche Hände in der Luft. Die BGR hat noch gar nicht beigetragen, die muss natürlich letztendlich unsere Behörde zu diesem Thema. Was zu sagen, ja, nur zum Teil. Ja, vielen Dank nochmal für die sehr interessanten Vorträge. Ich wollte auch was zu der Vielzahl der Initiativen sagen, weil wir auch sozusagen da mitmischen, auch in dem ganzen Thema. Ich finde, ein ganz wichtiger Aspekt, und das klang vorhin auch schon an, ist, es gibt zwar sehr viele Initiativen, aber auch die gehen ja auch nicht alle bis zum Label. Also ich denke auch nicht, dass es sinnvoll ist, da für alles ein Label bis zum Endkunden zu haben. Und ein Hauptsinn dieser Initiativen, denke ich, ist ja auch, dass die Stakeholder zum gewissen Sektor sich sozusagen zusammentun und da Ziele entwickeln und sozusagen versuchen, Schritte zu gehen. Und das ist ja auch ein Prozess. Insofern bin ich ein bisschen skeptisch sozusagen, das wird man nie alles unter einen Hut kriegen, weil es eben so viele verschiedene Sektoren sind. Aber natürlich, was eine gemeinsame Basis, was die meisten Initiativen ja auch haben. Wir haben im Moment ein Forschungsprojekt, was 19 dieser Initiativen abgleicht und auf welche Standards sie sich berufen. Und zum Beispiel ILO-Kernarbeitsnormen ist ganz klar, die tauchen natürlich bei allen Initiativen auf. Bei Umwelt ist es ein bisschen schwieriger, wenn man sagt, man hätte jetzt gemeinsame Bezugslinien auch für Umwelt zum Beispiel. Aber ich denke, das ist in der Entwicklung. Insofern gibt es zwar eine sehr große Vielfalt, aber wenn man tiefer reinguckt, und das gilt genauso für die Konfliktmineralinitiativen, sind die eigentlich gar nicht so vielfältig und unterschiedlich, sondern berufen sich alle auf die gleichen Grundlagen beziehungsweise bauen auch aufeinander auf. Und zweiter Aspekt zum Sinn würde ich auch nochmal, weil auch CTC, diese BGR-Initiative im Kongo, damit aufgeführt wurde, ein Hauptzweck dieser Art von Zertifizierung ist, mit den staatlichen Partnern vor Ort im Prinzip die Lücke zu füllen. Initiativen zur Zertifizierung entstehen ja nur da, wo die Governance im Prinzip gar nicht ausreicht und sozusagen die Nachhaltigkeit nicht gesichert ist. Das heißt, hier arbeiten wir mit den staatlichen Partnern und versuchen, das Inspektionswesen und so weiter zu verbessern. Das ist sozusagen, sehen wir als Übergang bis, naja, irgendwann mal, das ist natürlich ein mühsames Geschäft. Die staatliche Regulierung funktioniert. Insofern denke ich auch nicht, dass man in jedem Land für jeden Rohstoff Zertifizierung braucht, sondern da, wo das staatliche System gut funktioniert, ist das natürlich, ja, wäre es vielleicht nur ein zusätzliches Add-on oder zusätzlicher Mehraufwand. Können Sie vielleicht zur Aufheiterung vielleicht was Positives aus dem Kongo berichten? Also ja, gerade etwas schwierig, weil die Wahlen auch bald, oder ja, politisch sehr schwierig gerade ist. Was man natürlich berichten kann, dass man sagt, Zinn, Tantal, Wolfram, da gibt es ja die Systeme sozusagen der Nachverfolgbarkeit, die auch von den Unternehmensinitiativen eingeführt sind. Und die Rebellen, Finanzierung bewaffneter Gruppen erfolgt großteils aus dem Bereich Gold. Insofern
ist das im Moment sozusagen ist Gold der Hauptaspekt, der da problematisch ist. Und es gibt da auch wieder verschiedene Initiativen, Vermeint und so weiter, die versuchen, erste Pilotprojekte. Insofern gibt es zwar sehr viele, aber was wirklich praktisch funktioniert, ist noch nicht so viel. Also gerade im Goldbereich, da ist noch ein weiter Weg. Wir sind auch dabei, nochmal auch so ein Pilotprojekt auch mit Nachverfolgbarkeit von Gold zu machen. Also ja, da ist noch sehr viel in der Entwicklung. Das ist ein heikles Thema, weil auch die Rahmenbedingungen immer eine große Rolle spielen. Unterschiedliche Steuersysteme oder es fehlende Anreize, das Gold zu deklarieren, sind so Grundprobleme. Da kommt auch eine Zertifizierung dann nicht weiter. Also keine goldenen Ehringe mehr? Doch, aber aus dem Kongo vielleicht dann irgendwann. Erstmal aus Südamerika. Gut, es gibt ja mittlerweile Fairtrade-Ehringe. Weitere Kommentare? Mein Name ist Schirmer, Deutsch-Angolanische Wirtschaftsinitiative. Ich selbst bin Geologe, deswegen kann ich da auch ein bisschen mitreden. Frau von Hahn, Sie teilten uns mit, dass Sie aus Afrika direkt von den Minen die Produkte aufkaufen. Und dann korrigieren Sie mich bitte. Ich hatte gesagt, wir kaufen grundsätzlich hauptsächlich von großen Minen, aber nicht aus. Also ich kann Ihnen sagen, dass unser Hauptlieferant ist Chile, dann kommt Peru, Argentinien, Brasilien, Kanada, Bulgarien. Das sind unsere großen. Wir kaufen. Ja, genau. Aber Sie hatten mal vor einigen Jahren waren Sie beteiligt, dass da Aurubis auch Abnehmer war. Das ist mir bekannt zum Beispiel. Okay. Aber das wäre ein gutes Beispiel, um auch mal zu dokumentieren, die Herkunftsländer der Erzkonzentrate. Einmal selbst ist das ja dort Namibia, wird verhüttet dort in der Schmelzhütte in Zumeb. Dann kommen Erze aus Sambia und als drittes auch Erze aus Bulgarien. Bulgarien ist ja ein EU-Land, also ist ja dann ein eigenartiger Weg. Dann gehen die Erze vom EU-Land dann in ein Entwicklungsland und von den Entwicklungsländern können dann wieder EU-Länder auch das Endprodukt, also Blisterkapper, kaufen. Und dieses Material hat ja noch weitere Vorteile, wenn man es dort als Blisterkapper kauft. Wertschöpfungspotenzial, daran denke ich. Neben Kupfer haben Sie ja auch noch erhebliche Anteile an, ich nenne nur einige, an Gold und an Silber und einige weitere Elemente. Das ist ja eigentlich auch, ich glaube, insgesamt am Wertschöpfungspotenzial zwischen 10% und 20% können dort auftreten. Ich habe eine weitere Anfrage an Frau von Hahn. Zukünftig werden ja auch bestimmte Produkte von der Industrie verlangt, Hightech-Produkte, möchte ich mal sagen, oder Green Products. Das betrifft zum Beispiel biogeochemische Prozesse, mit denen diese Produkte erzeugt werden können. Das wären zum Beispiel Fine Chemicals oder auch kolloidale Metalle wie Kupfer unter anderem auch. Gibt es da Interessenlagen in Ihrem Unternehmen, sich daran zu beteiligen, weil das ja zukünftig doch gerade von der Industrie eine erhöhte Anforderung stellen wird? Und das wäre ja, wenn man es auch so nennt, die nächste Generation von Bergbau in Deutschland und darüber hinaus. Darüber müsste man sich auch Gedanken machen. Und das, was in diesen Prozessen verarbeitet werden kann, das sind meist Abfälle, minderwertige Erze, das sind Produkte aus Tailingsdams, aus Halden und so weiter. Das wäre doch ein interessantes Aufgabengebiet für Unternehmen wie das Ihre oder auch für andere Unternehmen. Da gibt es Vorarbeiten, eine ganze Reihe sogar, bis hin zu diesen von mir eben geschilderten Produkten. Wenn da Interesse besteht, kann ich da gern mit Ihnen mal in Verbindung treten. Danke sehr. Also das Angebot nehme ich. Soll ich gleich antworten oder sammeln Sie noch, Herr Mannert? Wenn Sie gleich antworten wollen, okay. Antworten Sie und dann können... Okay, also das Angebot nehme ich natürlich super gerne an. Genau, das ist völlig klar. Und ich würde dann einfach vorschlagen, dass wir die Verbindung zur Forschung und Entwicklungsabteilung herstellen. Da sind Sie, glaube ich, in besseren Händen. Grundsätzlich, das Tolle an der Kupferproduktion ist ja, dass man versucht, möglichst alles aus dem Rohstoff, den man hat, rauszuholen. Wir haben wirklich astronomisch, also im Verhältnis dazu, was wir reinbekommen an Materialien, unglaublich kleine Abfallmengen. Also das Wenigste wird zum Schluss deponiert. Und trotzdem bleibt natürlich immer noch ein bisschen was hängen. Und das ist
das ist das große, immer, immer währende Ziel, immer, immer besser zu werden, immer, immer mehr aus den Rohstoffen rauszuholen. Da bleibt immer irgendwo noch was hängen. Und das sind natürlich genau die Stoffe, von denen Sie gesprochen haben. Und genau das, Sie haben vollkommen recht, genau das ist die Zukunft. Genau da müssen wir hin. Das war eine große Schwerpunktsetzung des alten Vorstandsvorsitzenden. Und auch der Neue hat sich das auf die Fahnen geschrieben, zu sagen, dass diese Future Complex Metallurgy immer mehr Stoffe raus und immer mehr, also die Materialien, die wir reinbekommen, ich hatte ja gesagt, der Anteil an E-Schrott steigt stetig. Das bringt automatisch mit sich, dass wir eine unglaubliche Anzahl von Elementen haben, die halt da drin stecken und die, alles, was man rausholen kann, wollen wir versuchen rauszuholen. Aber es ist auch das ist natürlich ein stetiger Prozess. Aber es gibt eine sehr patente und kompetente Forschung und Entwicklungsabteilung, die da also extra dafür da ist, eben solche Dinge zu entwickeln. Ansonsten wollte ich nur noch zu Ihrem ersten Themenblock sagen, was die bulgarischen Erze angeht. Wir sind ja, hatte ich vorhin gesagt, wir haben einen großen Standort in Bulgarien, eine Hütte, die im Örtchen Pirdop und Srednogorje, die dort liegt, weil sie in der Nähe einer Mine liegt. Das heißt, die Erze, die wir in Bulgarien bekommen, die verarbeiten wir dort auch, deswegen liegt die da. Und es sind eben, ich meine, 13% im letzten Geschäftsjahr gewesen. Genau, also mehr kann ich zu Bulgarien nicht sagen. Gut, aber wir versuchen in Bulgarien vor Ort zu produzieren und machen das auch ganz gut, wenn Sie sich Luftaufnahmen des Standorts in Bulgarien angucken. Das ist eine Hütte, die so Mitte der 50er Jahre gegründet wurde und die, ich glaube, 2005 privatisiert wurde. Genau. Und dann jedenfalls 2009 haben wir sie übernommen und jetzt mittlerweile sieht man sie auf Luftaufnahmen wieder. Das war vorher nicht der Fall. Also gut, wir haben noch 10 Minuten, bis die wohlverdiente Kaffeekause beginnt. Ich würde jetzt noch 3 Fragen sammeln und dann vielleicht eine Schlussrunde an die Referenten geben. Mhm. Vielleicht überlegen Sie sich jetzt schon mal den Weg für die nächsten 3 Jahre. Und zwar nicht nur, alles ist zu schwierig, diese Antwort ist nicht erlaubt. Wie geht es die nächsten 3 Jahre weiter in einem handhabbaren Maß? 3 Meldungen nehmen wir noch. Schneider von der Thiel Stiftung. Ich möchte gerne noch eine Einschätzung hören zur EU-Verordnung zum Konfliktrohstoffen. Und zwar so, Thiel Metall ist auch Teil der Upstream-Industrie, also auf der untersten Stufe der Wertschöpfungskette. Und wir haben diese Verordnung auch immer positiv eigentlich betrachtet. Und am Ende ist es halt noch so gekommen, dass nur der Upstream-Bereich betroffen war. Hier ist wohl kein Vertreter vom BDI da, was Sie auch gesagt hatten, leider, sonst könnte man da auch nochmal diskutieren, was es da mit der Lastenverteilung auf sich hat. Hinzu kommt dann das Problem, dass es scheinbar keine Orientierungshilfen seitens der Kommission gibt, was denn nun eine Konflikt- und Hochrisikoregion ist. Also soll dann, sag mal, ein bayerischer Mittelständler seine Afrika-Beauftragten dorthin senden und das selbst einschätzen. Es gibt sehr viel Rechts- und Planungsunsicherheit einfach. Also guter Ansatz eben auch hier, aber am Ende kam dann halt so ein Flickenteppich raus und nur die Upstream-Industrie, also auch Rubis, Steel, Metall und Co., sehen sich jetzt dieser Herausforderung gegenüber und ist da, ja, wir sind etwas ratlos teilweise auch, was dann die Umsetzung anbelangt. Ja. Michael Funke von der GIZ. Die internationale Perspektive bitte. Und das in 5 Minuten, ne? Nee, ich würde mich gerne nochmal auch eure Einschätzung wissen, das ganze Thema Einpreisen von Ökosystemdienstleistungsverlusten. Wie wird das diskutiert, weil es ja durchaus auch ein Vehikel sein könnte, derart hier Verluste mit einzupreisen? Die letzte Meldung. Jan Kostmann, Umweltbundesamt. Ja. Danke für die Einführung. Das passt ganz gut. Es zog sich für mich auch wie ein roter Faden heute durch die Diskussion, die Frage nach den Kosten und der Einprägung der Kostenübernahme, der Übernahme von Verantwortung entlang der Kette und letztendlich die Übernahme der Mehrkosten der Zertifizierung oder der verantwortungsvoll gewonnenen Rohstoffe. Wir haben jetzt unterschiedliche Dinge gehört. Frau von Hahn hat gesagt, wir halten alle diese Standards ein und andere müssen das nicht. Und es gibt nur einen Börsenpreis für Kupfer, deswegen haben wir dadurch einen Nachteil. Andererseits haben wir von Herrn Bronkhorst gehört, dass das
ein Premiumpreis für nachhaltiges Aluminium nicht Ziel sein sollte von solcher Initiativen. Da will man nicht hin. Für mich, wie umweltökonomisch geschult wurde, ist es, wenn man externe Kosten internalisiert, Schäden vermeidet, dann kostet das was. Und irgendjemand muss die Kosten tragen und es ist völlig richtig, dass die Kosten sich irgendwie entlang der Kette verteilen. Konkret, was machen wir in den nächsten 3 Jahren oder wer kann was machen? Würde ich gerne die Frage stellen, müsste es denn aus Ihrer Sicht einen Börsenpreis für zertifiziertes Kupfer geben? Also muss man in diese Richtung hinarbeiten? Muss man sowas fordern? Wären da die relevanten Akteure? Oder macht man das dann eher über Prämiensysteme in rohstoffbezogenen Zertifizierungsinitiativen, die dann eben nicht über die Börse laufen? Das wäre meine Frage. Wunderbar, dann leiten wir die Abschlussrunde ein. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt die Reihenfolge umgekehrt machen. Friedel, du hattest vorhin das letzte Wort, diesmal nicht. Finde ich gut. Schade. Ich wollte noch eine Bemerkung zum Aluminium Stewardship Initiative machen. Also ich finde da das Spannende, dass eine ganze Branche sich an den Tisch gesetzt hat, dass eben nicht etliche Akteure ein Siegel haben entwickeln lassen oder selber einen Standard machen, sondern dass man sich geeinigt hat. Ich fand auch Ihre Bemerkung eben ganz interessant, wenn würden wir sowas nicht für Kupfer machen, sondern für Nicht-Eisenmetalle. Weil das könnte die Transparenz von so einem System deutlich erhöhen, dass man eben nicht viele nebeneinander hat, sondern also diesen Wald, den ich da eben gezeigt habe, sondern dass man möglichst wenige im Metallsektor hat. Das war auch meine Warnung vorhin und darum habe ich diese Folie gezeigt, nicht um alle zu frustrieren, sondern zu sagen, also das müssen wir vermeiden. Wir müssen auf wesentlich weniger Standards raus. Das, was bisher passiert ist, Sie haben ja gesagt, Sie haben mit Gold auch bei sich im Hause angefangen. Naja, ich könnte jetzt sagen, Sie mussten auch anfangen wegen dem Dodd-Frank Act. Nee, wir mussten anfangen, weil die LBMA das fand, dass man damit einmal anfangen wollte. Aber es ist ja trotzdem gut geworden. Das ist gut geworden, aber mein Punkt ist, dass die gesamte Diskussion im Goldsektor massiv zugenommen hat, nachdem das US-Gesetz da war, nachdem es da war. So, und dann konnte sich ein ganzer Sektor auch zwar nicht ganz einigen, es gibt ja verschiedene Ansätze im Goldstandard, aber im Grunde genommen über die LBMA ist es jetzt eigentlich nicht mehr möglich, nicht zertifiziertes Gold zu handeln. So, und damit hat die Industrie einen Standard geschaffen auf Druck von einem Gesetz. Die Reihenfolge finde ich interessant. Ne? Also ich sitze ja auch als NGO-Vertreter hier, aber was ich auch als interessanten Ansatz finde, ist das, was die BGR über die CTC macht, weil ihr macht ja das, was bei den Standards fehlt. Ein Standard geht mit einer Abhakliste rum und guckt, wer kann es und wer kann es nicht. Und ihr guckt danach, wie kriege ich die Leute qualifiziert. Ja, und das ist ja das, was in vielen Branchen und in vielen Feldern fehlt, weil dazu kein Geld zur Verfügung gestellt wird. Aber auch hier in dem Fall ist es ja hauptsächlich Steuergeld, was dafür zur Verfügung gestellt wird. Und es wird eben nicht aus der Kette rausfinanziert, weil es keine Abnehmer gibt, die bereit sind, mehr Geld zu bezahlen. Da frage ich mich als Steuerzahler, ob das so auf Dauer das ist, worauf ich hinaus will. Und damit kommen wir jetzt zu meinem Schlusswort. Also um einfach Frust zu vermeiden, wäre es mir natürlich viel lieber, wenn wir übergreifende Lösungen hätten, die Dinge einzupreisen zwingt. Ja, ich habe eine Vorgabe und muss das machen. Wir sitzen hier in einem Haus, was nach einer deutschen Statikverordnung gebaut worden ist. Mit einem Treppenhaus, was deutschen Normen entspricht, mit einem Aufzug, in den ich einsteigen kann. Das sind alles Vorschriften, die unser Tagungshaus hier betreffen, die dieses Haus viel teurer gemacht haben, als ich es in Bangladesch hätte bauen können. Ich weiß aber nicht, ob ich es in Bangladesch hätte betreten wollen. Ja, also wir haben in unserem Alltag haben wir ganz viele Regulierungen, die richtig Geld kosten, um unsere eigene Sicherheit, um unser eigenes Wohlbefinden zu garantieren. Und in dem Augenblick, wo wir in Menschenrechtsfragen kommen und ökologische Fragen, die Ketten betreffen, die weit weg liegen, fangen wir an zu überlegen, wer bezahlt das denn? Ja, wir müssen so weit kommen, dass wir nicht mehr darüber nachdenken müssen, dass irgendwas eine Prämie kriegt, weil es international eigentlich gültigen Standards entspricht, sondern dass wir müssen dazu kommen, dass alles bestraft wird, was das nicht tut.
Weil das ist die Denke, die wir hier in Deutschland auch haben. Wenn die hier ein Treppenhaus bauen, was nicht den Sicherheitsstandards entspricht und keine Feuerausgänge haben, dann wird das Ding hier zugemacht. Also müssen sie das Geld ausgeben. Und bei den Menschenrechtsfragen und bei den Ökofragen in den Ketten gehen wir immer umgekehrt ran. Wir sagen, das ist jetzt alles schlecht, aber wer soll es bezahlen? Da müssen wir raus. Und meiner Ansicht nach kriegt man das nur hin, wenn man einen politischen Prozess hat, so wie ja die UN Guiding Principles eingeleitet haben, dass man das über das NAP und über die ähnlichen Prozesse in anderen europäischen und außereuropäischen Ländern so hinbekommt, dass das zum Standard wird und dass wir in 15 Jahren dann nicht mehr drüber reden müssen. Genauso wenig wie wir über die Sicherheit unserer Treppe reden müssen. Ich wollte auf eine Kosmos-Frage eingehen zu dem Börsenpreis für zertifiziertes Kupfer. Ich glaube, das bringt nicht viel, solange es noch einen Börsenpreis für nicht zertifiziertes Kupfer gibt. Genau, also das ändert ja an der... Genau, also ich hätte jetzt ehrlich gesagt einfach keine Antwort auf Ihre Frage, was man da, also was man stattdessen machen könnte. Da können wir Sie, glaube ich, besser fragen. Ich glaube, Sie haben da die hinter Herrn Brunkhorst. Ja, der ist der Wirtschaftswissenschaftler. Vielleicht fällt Ihnen was Gutes ein. Mir ist ein, bevor ich kurz dazu komme, was ich mir für die nächsten 3 Jahre vorstelle, ist mir ein Gedanke gekommen, den wir hier noch nicht aufgefasst hatten. Es macht mir immer so den Anschein, dass wir uns halt über viele Regulierungen auf EU-Ebene und auf deutscher Ebene den Kopf zerbrechen. Und irgendwie haben die alle so immer so im Hinterkopf, wie wir als Deutsche mit unserem ganzen Wissen und Know-how die Welt verbessern können. Das ist aber im Prinzip, also Weltverbesserung an und für sich ja eine ganz gute Sache. Aber wenn, ich glaube, das führt ja immer nicht so umfangreich zum Erfolg, wenn wir halt hingehen und Leuten sagen, wie sie es besser machen sollen. Also wenn wir dieses Missionarische irgendwie vor uns hertreiben. Oder, Herr Hütz-Adams, finden Sie nicht? Die meisten Missstände in den Ländern brechen lokale Gesetze. Ja, genau. Und deswegen, genau, richtig. Und mein Gedanke war jetzt einfach, das darüber haben wir in der Branche tatsächlich auch schon in den letzten Wochen öfter mal diskutiert, was man vielleicht stattdessen für Wege finden kann, indem wir unser Wissen in anderen Ländern so schmackhaft machen und anbieten, dass es dort aufgegriffen wird. Meinetwegen, indem man noch mehr GIZ-Projekte anschiebt, die dann vor Ort wirkungsvoll sind, dass man dann... Letzte Woche saßen Herr Rekord und ich zusammen bei einem MAP-Workshop. Da kam uns hinterher noch der Gedanke, was wäre denn eigentlich, wenn man tatsächlich mal nicht in Deutschland zusammensitzt und Nachmittage verbumfiedelt, indem man da irgendwie Kaffee trinkt und darüber nachdenkt, wie man die Welt verbessern könnte, sondern dass man meinetwegen Orte vor Ort schafft und sagt, wir haben vor Ort deutsche Anlaufstellen in Mittelperu, wo NGO-Vertreter, Wirtschaftsvertreter und staatliche Vertreter irgendwie zusammen sind in einem Büro oder was weiß ich und dort eine Anlaufstelle bieten für lokale Minenbetreiber oder auch für lokale Minenarbeiter oder für die Angehörige von Minenarbeitern, die hinkommen können und sich unter verschiedenen Aspekten austauschen können. Nicht beraten oder auch beraten lassen, aber dass man irgendwie ein bisschen wegkommt von dieser deutschen Gesetzgebung, die hier irgendwelche Gesetze erlässt, die zum Schluss an anderen Stellen keine Auswirkungen haben. Gut, das nur am Rande. Soll ich zu den nächsten 3 Jahren kommen? Ich habe für die nächsten 3 Jahre 3 Ideen. Einmal was Arubis selber betrifft, einmal was die Branche betrifft und einmal was Deutschland betrifft. Jetzt bleibe ich mal so in einem kleineren Radius. Arubis selber wird in den nächsten Jahren dieses Business Partner Screening weiter ausbauen und zur Anwendung bringen. Und es wird sich dann hoffentlich zeigen, wir gehen davon aus, dass es ein gutes Tool ist und dass es ein wirkungsvolles Tool ist, um eben noch mehr also Nachweise dafür zu kriegen, dass das die Maßnahmen, die wir einführen, dass die also auch durchgezogen werden und tatsächlich in den Herkunftsländern greifen. Branchenbezogen wollen wir diesen Best-Practice-Austausch vorantreiben, was wir eben schon besprachen. Das ist ganz erklärtes Ziel und wird kräftig dran gearbeitet. Und deutschlandweit wollte ich nur noch mal einen ganz wichtigen aktuellen Punkt aufgreifen. Ich finde es wirklich nicht richtig, dass die Bundesregierung verschiedene Initiativen betreibt, die Ähnliches zum Ziel haben, wo es Schnittmengen gibt und wo echt viel Geld verplempert wird, ohne tatsächlich auch dem Ziel näher zu kommen. Also meine große Hoffnung wäre,
dass man sowieso vielleicht initiiert durch die Bundestagswahl, wer weiß es schon, dass man einen neuen Koalitionsvertrag hat, in dem irgendwie klargestellt, dass man eine neue Ressortverteilung hat, in der klargestellt wird, es gibt ein Haus, was federführend zuständig ist für Rohstofflieferketten, Transparenz oder Nachhaltigkeit in Lieferketten, wie auch immer. Wenn da Institutionen, Einzelpersonen sind, die da gerne mit an meinem Schrank ziehen wollen, super gerne. Melden Sie sich, also das ist mein und Aurovisens großes Anstreben, dass wir eine bessere Klarheit haben, bessere Übersicht, was gibt es schon für Initiativen, wo gibt es Überschneidungen, wo gibt es weiße Flecken, wo muss noch dran gearbeitet werden und wie kann man das am besten machen, was haben wir aus den bisherigen Aktivitäten gelernt. Das ist es. Ja, wo stehen wir in 3 Jahren zum Abschluss? Mir fallen jetzt 2 Punkte ein, die mir sehr im Herzen liegen. Das eine ist eine Kooperation mit China, in welcher Art auch immer. Wir haben ja jetzt viele Meinungen hier gehört, pro und contra. Ich glaube, dass sich China sehr schnell und sehr dynamisch wandeln wird. Wahrscheinlich in viele, viele Richtungen, in Richtungen, die uns gefallen, aber auch in Richtungen, die uns nicht gefallen. Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir zu dem Thema einfach anfangen, Dialog aufzunehmen, weil sozusagen ein enger Austausch, der entsteht nicht von heute auf morgen. Und bisher wird um dieses Thema China sozusagen ein sehr weiter Bogen gemacht. Und ich hoffe dann auch, dass wir vielleicht in einem Jahr dann auch zu dem Strait-Projekt dann einen Workshop haben in China oder in Brüssel mit Chinesen, dass da wirklich ein bisschen mehr Bewegung auch jetzt über das Projekt hinaus irgendwie institutionalisiert da reinkommt. Und das andere, denke ich, dass die nächsten 3 Jahre unglaublich spannend werden, wenn nämlich die EU-Konflikt-Mineralienrichtlinie, wenn die kommt, da werden wir alle unglaublich viel lernen. Es sind ja noch viele Fragezeichen, was da auch genau drin steht und was auch das Neue daran sein wird, dass ja auch Menschenrechtsverletzungen da weiter adressiert werden sollen. Und zwar jetzt nicht nur im Kongo, sondern auch in anderen Ländern mit schwachen staatlichen Strukturen. Und was das dann genau heißt, wie das gelebt wird, ich glaube, da haben wir alle noch relativ wenig Vorstellungen. Das wird dann sozusagen, da müssen dann in relativ kurzer Zeit gute Konzepte entwickelt werden. Und dann wird es sich auch zeigen, ich bin vielleicht von per se, ich glaube dann doch immer ans Gute irgendwie noch in der Menschheit, glaube ich, dass auch für Arubis sich auch auf der Abnehmerseite dann auch noch was tun wird, weil dann gibt es sozusagen Nachverfolgungstool und dann werden sozusagen auch Ihre Kunden ja wiederum von Ihren Konsumenten und Ihren Nachunternehmern auch gefragt werden, wo das herkommt. Noch kann man sich ja da wunderbar rausregeln, aber je enger sozusagen das Netz gewoben wird, auch wenn es nur teilweise eine freiwillige Verpflichtung ist, hilft das vielleicht mal für den Anfang, um einfach in diesem System zu lernen. Und dann würde ich mir jetzt sehr wünschen, dass seitens Deutschland dann wir auch dann, wenn diese Umsetzung kommt, auch relativ kurzfristig dann auch Handlungsmöglichkeiten haben, um dann in den Regionen zu helfen, wo das Gesetz nämlich nach hinten losgeht, wo genau dann Effekte eintreten, die wir nicht haben wollen, dass dann beispielsweise einige Unternehmen sagen, das holen wir lieber gar nichts aus dem Kongo, ehe wir dann irgendeine Form Ärger kriegen. Und ich meine, es sind ja BGR ist in Kongo vor Ort, ich glaube auch die GEZ, also es sind ja deutsche Vertreter irgendwie vor Ort und das wäre einfach wichtig, dass sozusagen die einen engen Draht zur Regierung haben und dass dann auch da irgendwie Schnellmaßnahmen entwickelt werden, dass wir nicht sagen, wir haben erst nach 10 Jahren was rausgelernt, sondern sozusagen diese Lernkurve möglichst gut und klein halten. Vielen herzlichen Dank. Ich fand es nochmal ganz interessant, dieses Lass uns doch vor Ort was machen. Ein Gedankenspiel. Stellen Sie sich vor, Herr Friedl-Hütz-Adams wäre Peruaner. Arubis könnte entweder aus Peru kein Kupfer mehr oder nur grünes Kupfer beziehen. Vielleicht reicht auch eine zivilgesellschaftliche Unterstützung punktuell viel aus. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Ihnen allen. Es ist, der gordische Knoten ist vielleicht nicht komplett gelöst. Vielleicht ist die ein oder andere Schlaufe gelockert. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Es gibt jetzt Kaffee und Kuchen in der unteren Etage. Der Aufzug ist wieder ein Engpass, aber vielleicht können wir das Anstehen ja zur Fortführung der Debatten nutzen. Dankeschön.